Moin Moin Kradujana und jetzt willkommen zu unserem Ushakov Special. Admiral Ushakov, T11, Entschuldigung, Kremlin. Jetzt geht's ab. Wir haben 5 Superschiffe dabei. Viele, Gott, Halanchima, Giring, Yamagiri, ja geil. Viele Schlachtschiffe, 2 Kreuzer. Wir haben Annapolis, Stalingrad, wir haben Jinan und Edgar. Das ist ja auch eine geile Gegenüberstellung. Mit dabei der 3000 FPS Niere. Hi Niere. Hallöchen. Wie viel FPS hast du denn? Sag mal. Ich hab auf Bildschirm gedrosselt. Ach, hast V-Sync an, ne? Mhm. Ich habe bei mir übrigens jetzt das auch bei der GeForce-Einstellung gemacht, dass ich jetzt dauerhaft immer bloß 60 habe. Jetzt, weil, ja, der hat ja mitgekriegt, jetzt hier mit den 2K, ich habe ja 2K-Auflösungen jetzt hier laufen, die 60 FPS habe ich ja jetzt trotzdem dauerhaft an. Weil tatsächlich durch Streaming, durch Aufnahme und Co. manchmal Ruckler dann drin waren und das ging mir jetzt schon wieder auf den Sack. Irgendwas ist auch immer. Nee, hätte ich dir jetzt auch empfohlen. Und ich brenne schon, super, danke. 11.000? Our ship is aflame. Was, ist Slava? Oder wer hat mich hier gerade beschossen? Das war die Slava, ja. What the fuck? Boah, HE Slava, neue Meter. Ihr habt's gesehen, Leute, hier zuerst. Bin übrigens die ganze Zeit spottet, da muss einer recht schön irgendwo rumeiern. Da, die ah, nee, guck mal, der Sandra war da. Der war das, der war das. Das ist hier aber kein schöner Start. Und wir brennen an noch einer Stelle. Ich liebe mein Leben. Danke, Sandra, das ist voll nett von dir. Boom, los geht's. Nennen es ein Problem. Oh ja. Der nehmen wir jetzt auch. Ballern. Hm. Lava gibt Gas, Lava gibt Gas. Dass ich die ganze Zeit Spot bin, heißt aber rechts von dir muss ein DD schon sein. Ja, oder? Es sind 4 DDs. Nee, ich sag bloß. Nicht, dass du gleich überrascht bist da von der Seite. Nee, nee. Alter, sag mal. Der Sandra drückt mich hier ist, mit. Es ist die Shimakaze rechts übrigens. Das ist ja ganz toll. Und tiefen Torps kommen wir schon. Achtung, in deine Richtung. Ich fahr rückwärts weg, du. Ich hab Griddels Schiff schon langsam verloren. Ich habe nur noch 101.000 Leben. Bin jetzt auch geortet. Ey, die Dings ist raus. Sehr gut. Unsere Sherman. Yeah. Ist raus. Ja, ist nicht so gut. Aber die Nenne ist raus. Immerhin. Und ich brenne wieder. Ist das beklappt, Alter. Ist das beklappt? Ist das bescheuert, Alter? Ich hab hier. Die Shiba-Torps kommen, siehst du? Rechts beim Dark Walker. Ich guck gleich mal. Du, ich kann hier überhaupt nicht, ich muss wegfahren. Ich kann hier nichts machen. Ich sage dir nur, ich fahre jetzt Richtung Kartenrand. Ich muss jetzt so fahren, dass der Sandra mich nicht weiter trifft. Der hat mir jetzt schon an die 50.000 Damage zugefügt. Das ist ein bisschen viel. Eine volle Heilung schon durch. Das ist a little bit too much. Kann man da nicht rüber? Ich kann nicht rüberkommen. Da kommen wir rüber. Yeah. Die Kongi von der Seite. Alter, was ist hier los? Edgar auch. Gott, Alter, gib mir noch mehr HE. Jetzt bin ich nicht mehr offen. Jetzt bin ich tatsächlich nicht mehr spotted. Er muss hier auf der Höhe muss das stehen. Du stehst auch langsam immer weiter. Nee, aber wegen Yashima, weißt du? Jetzt kommt die United States hier nicht echt angeschissen. Und der haut ab. Okay, man muss nur meckern. Bom, bom, bom. Kann es sein, dass du Prüfungsangst hast? Sieht aus wie eine coole Socke. Da hatte ich tatsächlich Schiss, ja. Da hatte ich tatsächlich Schiss. Eigentlich bin ich kein doller Prüfungsmensch. Scheiße. Weil bei YouTube gerade zuschauen, ich habe meine Fahrerlaubnis endlich. Oh, die Haru ist offen. Wo? Bin ich gerade blind? Die direkt neben mir. Die Haru. Ach, unsere ist offen. Ach so. Ist gerade offen, ja. Ja, hast du Edgar da reinfahren sehen? Edgar, Edgar. Ja, aber ich bin nicht offen, weißt du? Wir haben fast den gleichen Tarnwert. Also so. da ist. Ja, irgendwas. Schieben wir wahrscheinlich. Yeah, da Damage. Cool. Okay. Wie gesagt, eigentlich bin ich kein Prüfungsmensch, immer völlig tiefenentspannt, aber da war es irgendwie mal anders. Ich weiß auch nicht warum. Da war es wirklich mal komplett anders. Viel zu aufgeregt, als es hätte sein müssen. Ach Mann. Unser Harugumo ist nicht mehr offen. Ja. Das ist. Och, Edgar hat sich bewegt, schade. Hat mich getroffen. Steh mal nochmal offen. Kann. Vielleicht komm nicht, ich komm nicht so weit, du. Achso. Dann nicht. Super Damage, das noch 5 Minuten. Hammer, ne? Aber was willst du hier machen? Ballern. Das Lava da hinten ist. Ja, auf was? Ich komme nirgends an. Das ist das Kremlin-Problem. Ich habe halt nicht die Reichweite. So, da war seine letzte Position. Und die Stalingrad. Mann, du hast doch Radar.
Mach ihn doch mal auf. Rudaris, dankeschön dafür. Danke für die 700 Bits. Matthias, 41 Monate, dankeschön. Donnergott, 40 Monate, auch dir lieben Dank. Jetzt haben wir... Nee, Shima... Oh, jetzt wird die Shima da lang. Shima geht mir Sack. Shima geht mir Sack. Nicht nur dir. Drüben in der Plus fährt er jetzt rein. Vielleicht kriegt er die Gierig noch, aber der wird bestimmt wegfahren. Hey, Konki, kann dich nicht aufschalten. Es kotzt mich an. Jetzt endlich meine Fresse. Bom, bom. Und ich bin wieder spotted. Durch was? Durch die gierigen Links, wa? Bei A? Nee. Doch, tatsächlich. Tatsächlich. Er ist aus seinem Nebel da rausgekommen. Tatsächlich. Die olle Sau von A hat mich gerade gespottet hier. Ist ja ekelhaft. Mhm. Nein, nicht mal schön. Ein bisschen Damage gemacht. Und ich brenne wieder. Alter. Der fünfte Brand oder sechste jetzt schon. What the fuck? Oh, das ist Edgar. Der will weg. Warte. Gucken, wenn ich jetzt zu da. Ach, der lenkt volle Kanne weg, schade. Mal gucken. Nee, war zu weit links. Ich gedacht, der versucht da wegzukommen. Eieieiei. Ich müsste gerade näher ran, wie mit der Kremlin, aber wie denn Sandra, Kongi und Haru folgen. Was soll ich machen? Keine Schnitte. Wäre ich jetzt gleich rangefahren, da zu C am besten noch mit rein, da wo der Nieriger steht? Ich wäre schon tot, ich wäre schon lange tot. Küss es mal an. Sandra hat mir in den ersten 2 Minuten oder 3 Minuten da gefühlt 50.000 Damage schon gemacht. Shima dreht ab, das ist schön. Edgar killt, ja! Wäre schön, ne? Ja, wäre schön. Jetzt fahre ich nämlich gerade nach vorne. Super, dass der wieder aufgegangen ist. Bist nur gefahren bei dem Setup. Ja, das ist eklig. Die spielen Slava und Sandra spielen auch in der Divi. Das ist richtig eklig. Eine widerliche Divi. Weißt du, was ich gerade merke? Na? Ich habe keine Marine Hoshu mehr drauf. Oh, hast du denn? Das ist auch das, was uns jetzt interessiert, Nere. Das ist auch das, was uns total. Kann ich gerade noch nicht sagen. Aber du hattest bisher noch keine. Das kannst du schon sagen. Und Booms, Junge! Kaum sagen. Oh, schön bleiben. Ah. Knappe 30.000. Hab mein Damage gerade verdreifacht, vierfach. Komm schon, Darkwalker, auf zu brennen, Mann. Weißt du, bist Feuer und Flamme in den Runden, aber doch nicht so. Alantown auch sehr schön. Und. Scheiße. Ich habe keinen guten Winkel jetzt mehr hier. Irgendwie so. Vielleicht zünde ich ihn an. Ja, wäre gut, wenn wir den wegkriegen. Das ist Sandra. Er brennt direkt nach der ersten Salve. Und. Oh, 4-7 los. Scheiße. Das ist doch gut, den fackel ihn ab jetzt. United States killt ihn, glaube ich. Er muss auch schon geheilt haben. Ja, war ja mit dem Leben schon wieder drüber. Der war zu dicht. Und geht rein. Schön. Und zack, nicht mehr spotted. Jetzt können wir nach vorne. Kann lieber der Uschakov aus 457 mm? Ja, ganz genau. Ich habe den Eindruck, die Uschakov muss aggressiver sein. Auf der anderen Seite bringt das hier nichts. Uschakov muss aggressiver sein? Allgemein, du musst wie spielen wie eine Kremlin. Mit der Kremlin wäre ich jetzt genauso da geblieben. Ich fahre jetzt auch nach vorne, keine Frage. Aber vorher war mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu dolle. Ist auch die erste Runde heute Abend, ich muss erst mal wieder reinkommen. Da wollte ich gerade noch nicht zu all-in gehen. Wir haben hier 8 Gegner. Naja, das ist noch ist halt dazu. Ordentlich. Und was für Gegner, ne? United States, Slava, Patri, Edgar, Sandra, die was wir gerade gekillt haben, den Kongi noch eine Shima, also. Das war ja gerade schon hier Bullshit-Bingo und wir haben alles ankreuzen können. Bingo! Was auf der Uschakov der F-Skill? Hast du das Review nicht gesehen, Blacke? Sag mal, Feuerreichweite mit plus 10%, Streuung minus 30%. So gesehen erweitert das Satsuma-Skill, wenn du so willst. Die Edgar hatte Radar, ne? Die hatte Radar-Nebel-Kombi, oder? Oder eins von beiden, musst du aussuchen. Achso, okay. Nee, dann. Glaube ich. Schon so lange her. Die hatte nicht beides, nee, du musst es aussuchen. Die Dings hatte beides, das Stahlschiff, nicht die Plymouth, glaube ich. Boah, gute Frage. Die Edgar hatte kein Radar? Gar keinen? Konnte man nicht wählen? Bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Seit dem Test damals, ich habe die nicht einmal mehr angerührt, bin ich ehrlich. Ja, ich habe die gekauft. Ja, die habe ich nicht gespielt, weil ich immer gesagt habe, die Spielfußen werden Nero nachher wird meine Probleme wechseln. Edgar hat Radar, siehste, dachte ich mir doch. Doch, ich wollte doch sagen. Ich wollte doch sagen. So, Patri, du und ich, wa? Das Duell der Giganten. Oh,
Oh ja, da ist er, ja. Petri, Petri. Können wir auch mal drauf schießen. Petri, oh ja. Muss ich mal an Patrick denken von SpongeBob. Ach, jetzt wird die Sau unsichtbar. Für eine Viertelsekunde, ja. Oh, jetzt ist die eine... Oh, Alter. Jetzt ist die eine Murmel da echt in die Insel gegangen. Inne. Mann! Wir 7. Ja, was ein Damage. Du hast wie Uschakov mit einer T11 würdigen starken Secondary mit 16 Kilometer Reichweite. Ja, so müsste das sein. Geil. Zwei Smolenski nebenbei mitrotzen hier die ganze Zeit. Wo war der Fandor? Da hinten? Ja, ich hab grad andere. Ich hab grad was anderes. Warum sterben unsere Leute? Das weiß ich. Oh ja, stimmt. Sollte ich mich jetzt hier nicht wegschmeißen, sagst du? Und jetzt wird der auch unsichtbar. Wow, ich bin begeistert. Du auch? Ja. Zitadelle, genau. Wo er nicht mehr auf. Ohne Aufschaltung wird es eine Zitadelle. Nee, mach ich nicht. Ich dreh schon. Ich dreh schon. Ich hab schon. Ich hab das auch gerade erst gesehen. Drehen musst du nicht, aber du seid halt hier noch zu zweit. Ja. Jetzt, wir haben halt gesehen, ihr hattet jetzt gar nichts mehr. Das ist ein Problem. Hallöchen. Ja, oh, bei CV kommt schon wieder her. Fliegt da hinten. Das ist sogar sehr gut. So, der fährt hier immer noch rückwärts lang. So mit United States irgendwie rauszuballern. Attention. Reporting the target position. Solange du nicht stirbst. Ach, ich. Oh. 9,5. Dauert bloß ein bisschen. Sag dir mal ein F-Skill. Ja, mach ich gleich. Ich gerne mit der ganzen Hauptbatterie, aber ich will jetzt hier nicht breitseite zeigen. Wir spielen jetzt die Stärken der Uschakov aus. Maximales Wegtanking. Aber schon wieder weg. Bin geortet. Ja, was offen. Okay. Slavi, Slavo, Slava. F-Skill activated! Stalin hatte gerade nur so viel Leben. Guckt euch mal die Bündelung an, der Granaten. Schaut euch das mal an. Das ist Satsuma Yamato-like jetzt. Guckt euch das an. Bams! Könnt ihr einmal machen. Mehr ist leider nicht drin. Einmal ist möglich. Da ist er. Boing. Ach, Kacke. Boing. Klingt. Oh, nee, der bewegt sich noch ganz leicht. Daneben. Irgendwo dahin. Feuer! Ja, scheiße, Stalin gerade jetzt weg ist. Och, Mann, so wenig bloß. Winkel ist beschissen. Bom, bom. Nein, ich habe bloß noch 80.000 Leben. Unspielbar. Vielleicht 60.000. Das tat weh. Das tat ganz schön weh. Bom, bom. So, hab ich. Schönes Ding, Mire. Schönes Ding. Ich halte hier einfach weiter auf. Jetzt nicht in die Tops fahren, nicht in die Tops fahren. Oh. Ihr seht schon da das gleiche Problem. Das ist die gleiche Genauigkeit wie bei der Kremlin halt auch. Alles, was über 15 Kilometer weg ist, macht euch Probleme. Weil ihr trefft es einfach nicht mehr vernünftig. Es funktioniert nicht mehr dann vernünftig. Das ist leider ein Problem. Patri geht auch noch gut. Patri ist sehr geil sogar. Spiel ich super gern. Repair is complete. Patri macht mir fast am meisten Spaß bei den Elbern. Vorsichtig. Ja, wenn der CV jetzt hier nicht spottet, ich werde jetzt bloß runtergefarmt. Schade. United States hätte tot sein können. Ich weiß nicht, warum er jetzt hinten die Edgar angreifen muss, oder was er da macht. Weil er mir helfen wollte. Achso. Weil die Edgar auch darauf ja auch nicht gemacht hat. 10 Sekunden. Da ist United. Ja, da komme ich jetzt leider nicht mehr an. Weg, ja. Kusnitzow, bei 13.000 Leben hat sich Kusnitzow aktiviert. Das ist so geil, Alter. Das ist so geil. So. Heilen wir erstmal 30.000 HP. Wir tanken weg. Dafür ist das Schiff da. Wir tanken weg. Würde er die 110.000 schaffen? Ja, habe ich schon. Schon längst passiert. Und jetzt bleiben wir erstmal unsichtbar. Wie ist die Fatty Lady so? Spielt sich wie die Kremlin. Du musst den gleichen Spielstil halt einen Tag legen. Die Hauptbatterie ist das gleiche. Nachladezeit könnte ein Unterschied sein, weiß ich gerade spontan nicht. Aber sonst genau das gleiche. Du bist bloß noch besser gepanzert. Guck mal, wie easy peasy ich jetzt 2 Millionen hier weggetankt habe. Meine Heilung habe ich jetzt auch alle durch. Aber das bei so einer extrem starken HE-Gruppe hier bei den Gegnern. Das ist schon übel. Das ist schon sehr, sehr übel. Da kommt die Edgar. Komme ich leider nicht an.
Hauptproblem hier wird auch wieder sein, die Reichweite einfach. Es wird wieder die Reichweite sein. Genau wie bei der Kremlin, dass wir in gewissen Situationen einfach nichts machen können. Und wenn wir denn auf maximale Reichweite noch irgendwo ankommen, ist das Problem, dass die Genauigkeit nicht gut genug ist. Wir haben Sigma-Wert von 1,8. Zitadelle! Sigma-Wert von 1,8 und das reicht leider nicht. Für so eine Langstreckenangriffe. Aber wir sollen mit dem Ding ja auch in Nahkampf, ne? Wendekreis so groß wie Berlin. Ja, eine der schlimmsten Wendekreis... Wendekreise... Wendekreis... Ihr übt schon von den... Kreischen, genau. Kreisen. Von den ganzen BBs, die es so gibt. Oh, Slava spielt wieder mit HE. Und... Ach, komm! Und Burn. Nein! Haha, Slava. Ach, scheiße. Ha, hab ich wieder gemacht. Ach, kacke. Ich hab scheiße gemacht. Ja. Ich hab scheiße gemacht. Ich hätte mal aufhören sollen zu schießen. Das war dumm. Oh. Überlebe, Nere, überlebe. Ja, CV kommt jetzt auch. Unser Kufis ist down. Scheiße. What? Ja, leider. Patrice fast down. Der hat überhaupt kein Leben mehr. Ja, oh, und wieder viel. Bloß zwei Abpraller. Ich krieg's kotzen. Ich krieg's kotzen. Über diese scheiß Superschiffe, die so OP sind. Aha, Slava. Aber ich kann jetzt aufdrehen. Ich kann jetzt wegfahren. Ich kann versuchen, dem Sandra gleich eine Breitseite zu geben, da. Edgar Slow, das ist auch gut. Ja, der hat mich geschossen. Der hat ganz wenig nur, deswegen. Ja. Du, wir haben drei Caps, Punkte technisch gleich geworden. Hau einfach ab da. Ich kann nicht abhauen, der CV ist über mir. Ja, dann bleib da drin, ist gleich vorbei. Kann einfach gerade nur warten. Halt durch, Niere. So, und bei der Edgar komme ich nicht an, weil es weit weg ist. Ja, ist weit weg. Sehr gut. Da muss ich jetzt erstmal rankommen. Ach, shit, das geht, glaube ich, gegen. Na, mal gucken. CV kill Edgar, ja, das soll der CV erstmal hinkriegen. Das muss der erstmal schaffen. Abpraller nicht durchschlagen. Yay. Aber ich komme jetzt weg. Ein Glück. Ein Glück, 30 Punkte noch. Point win. Unsere United States frisst gerade. Ich weiß nicht von wem. Naja, doch, die schießen da durch, die treffen ihn. Ja, ja. Er war offen. Aber er müsste jetzt auch wieder zu sein. TV kommt. Uschakopf ist das Geld nicht wert, da reicht die Kremlin. Das ist Blödsinn. Du kannst auch sagen, es ist dazu mal das Geld nicht wert. Das war eine geile Runde. Das hat Spaß gemacht. We stand victorious. Easy. War vielleicht nicht die geilste Runde, um zu zeigen, boah, was ein Hammerschiff. Aber souverän die Gegner runtergespielt, überlebt und am Ende hat sie einen Sieg gebracht. 64 Treffer, 3 Zitas, 127.000. Oh, Edgar 2200 in der Niederlage. Boah, der hat mehr als unser Erster. Der wird kotzen. Komm, den können wir mal loben. Drei ja, Kills hat er gemacht. Unser CV kannst du auch loben. Die haben das sehr gut gespielt. Gerne. Nice, nice. Neu, oh, Mittelfeld hier. Aber schön lang durchgehalten da. 2 Millionen weggetankt. Ist so in Ordnung. Nere, wie ist der neue PC oder ist der noch nicht da? Der ist da, aber nur lass die Nere doch den auch erstmal ausprobieren. Genau, das sind gerade meine ersten Runden. Dank genau. Morgan, danke fürs Mitkommen, danke für die Unterstützung. Hier sieht man, wer von 1,8 ist das Problem, sondern die große Streuellipse. Echt? Die Kombination aus beiden dann wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe bloß gesehen, Sigma 1,8 und wenn du denkst, was die anderen so haben, da, ja gut, dann weißt du schon Bescheid. Ich bin neugierig. Er hatte noch kein Problem im Büro, das ist doch schon mal was. Das Grün wird mir als offline angezeigt, von Kontakten entfernen. Ey, er ist online. Aha, danke. Siehst du, also dein neuer PC hat auch Probleme, ich merke schon. Jetzt habe ich ihn wieder zu Kontakten hinzugefügt, jetzt ist er wieder offline. Oh, Skürmann, bleib doch mal online, wenn du mit willst. Es ist furchtbar. Ein tolles System. Matthias, 41 Monate, Dankeschön dafür, Donnergott, 40 Monate, Otti, vielen Dank. Atlantis Aura, 4 Monate, selbst gerade, jetzt kommt die Russian Male Fantasy oder was? Ja, Mann. Dankeschön nochmal. Vielen Dank an alle, die heute schon was reingebuddert haben. Gefällt der russische Zweig der BBs allgemein? Hab dann 5 Wochen überlegt, die hochzuspielen. Alternativ wäre rechter Zweig der Engländer, achso, nicht der Deutschen. Bisher habe ich die Amis und Deutsche. Ja, absolut. Würde ich dir, wenn du mit den Deutschen schon Spaß hattest und mit den Amis, dann würden dir die Russen sehr viel Spaß machen. Du musst weiter vorne agieren. Was hat alles über 50 Kilometer ist ein Krampf zu beschießen, aber darunter ist geil. Und Apesinop, ne, einfach bei eigentlich alle, da gibt es keine schlechten. Die sind alle geil. Aber Vladi macht's richtig Spaß. Vladi, denn die Dings hier, Soyuz und dann die Kremlin, einfach geil. Hundeha. Klick. Blüchen Dakar, huhu.
Aber da er spielt, ist in Rostock die Stromversorgung nicht zusammengebrochen. Nee, das nicht, das nicht. Er hat ja auch seine ganzen LED-Blinkelichter, hat er ja auch alles schon aus. Überall mit Edding schon rübergemalt. Das Glasgehäuse hat er seit der Decke rübergehangen. Hayate Gulais Ushakov. Ushakov. Nee, aber auch hier, ne? Ich war, der gelbe Bereich hat angefangen bei meinem Schiff, bei den HP. Und ich hatte noch 80.000 Leben. Frag da mal so eine Schliefen in so einer Runde dann. Völlig verrückt. Ja gut, Schliefen ist T10. Ja, aber trotzdem. Eben bei solchen Vergleichen wäre ich immer vorsichtig. Weil dann frag mal die Patri. Dann kannst du auch sagen, ja, dann frag doch mal die Türpitz, was die davon hält. Ja, dann frag mal die Patri mit 108.000. Ich komme hier mit 135.000. Das ist heftig. Ja, dafür hat die Patri andere Vorteile. Ja. Aber ich meinte damit eigentlich eher die Gegenüberstellung. Wie krass der Sprung jetzt von T10 auf 11 doch wirklich ist. Frag doch mal die Maus. Ich kann bei den DDs auf T10 kann ich auch eine Shima spielen mit 19.000 und wenn ich dann gegen eine Elbe gematcht werde mit 30.000, dann kann ich da genauso sagen. Jetzt frag doch mal. Nere, du leckst auf einmal wieder ganz doll. Ich höre dich gar nicht mehr. Naja, das ist so Mann, lass mich doch. Wenn ich hier eine Schlief sehe, weißt du, ich hatte die Hälfte von meinem Leben. Ja, du bist aber keiner Schlief, du bist das Satsuma gegen die Schlief. Ich bin aber plus eine Stufe drüber, das meine ich doch. Ja. Stell dir mal vor, jede Stufe wäre der Sprung so. Die ist jetzt zu was auch T11. Ich meine, die Schliefen, Mann. Welche Schliefen? Die ist keine Schliefen. Die Schliefen. Wo ist denn hier eine Schliefen? Warum denn ist das Zuma, Mann? Gib mir doch mal Hannovers. Ärgerlich. Wollen wir wetten, wir haben die Yamagiri hier? Oh Gott. In der Runde ist die Yamagiri, ja. Das ist einer aus dem Oboi-Clan. Ach, du ahnst es nicht. Wir sind so tot. Aha. Das ist auch so ein Top-Clan. Oh. Ja. Machen wir fertig. Ist trotzdem 12 versus 12. Jetzt macht ihr doch nicht gleich in die Hosen. Wir haben verloren. Gib doch nicht gleich auf. Hast du die Grafik mal hochgestellt oder spielst du immer noch mit dem? Ist automatisch alles auf Maximum. Geil. Ich habe auch gleich sofort, also den Unterschied habe ich gemerkt. Also, ja, das glaube ich. Sieht so schick aus. Gut, ahoi. Gar nicht gesehen. So, fahren wir hier cool an meine Insel, dann bleibe ich hier mal stehen. Solange ich nicht weiß, wo die Yamagiri hängt, will ich jetzt hier nicht rumeiern. Was mich sehr gewundert hat, die Kremlin hatten über 10% besseren Torpedoschutz als die Ushakov. B wird gecappt. Okay. Wird doch fleißig schon rübergeballert, zum Glück nicht auf mich. Was wird denn von da spotted sein? Da kommt eine Monty an. Da kommt die Satsuma an. Panzerkampfwagen kommt an. PZKP FW irgendwas. Hi. Gib ihm. Ein schönes Beispiel für die Inselwarnung. War die ganze Zeit an, aber ich konnte ohne Probleme schon vorbei. Bart kommt hier. Hey Monty. Boom. 4-7. Uch, Schopper. Warum denn eine Schopper? Und ich brenne. Orbs kommen. Weit gefächert. Zwei Werfer. Oh. Skür, pass auf. Skür, pass auf. Skür hat eingefressen. Skür hat ein Problem. Scheiße. Kador hat 20.000 gefressen. Danke, Satsuma. Dankeschön, Bellins Kackschiff. Und schon haben wir eine halbe Million wieder weggetankt. Schön. Naja, die geringen Clipboard-Skür. Was schön mit dir? Scheiße. Das ist jetzt nicht so geil und ich brenne schon wieder. Lalalala. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer frei, Feuer frei. Ziemlich weich für einen Russe. Ach, Quatsch. Wenn es dazu mal ballert, kannst du ja stehen mit, was du willst. Das hätte bei jedem Schiff jetzt extrem Damage gemacht. Die Napoli ist halt auch da, wo die Gering ist. Die Annapolis ist da auch, wo die Gering ist. Echt? Ach du Scheiße. Ja. Du, denn können wir hier nicht weitermachen. Wenn ich da um die Ecke gucke, bin ich tot, du. Monty ist dazu, mal gucken von der Seite. Patrick kommt auch noch hergeeiert. Dann müssen wir glatt versuchen, jetzt hier auf B und C uns zu konzentrieren. Oder die Inseln hier nutzen. Du, guck an, was da alles geflogen kommt. Wir sehen halt nichts mehr. Von B kommen die. Ach du Kacke. Oh, eine ganze Menge sogar. Könnte jetzt wehtun.
Ja, Yamagiri spottet einen von der Seite jetzt hier. Scheiße. Und die hören auf. Ach. Glück gehabt. Ja, aber jetzt bin ich durch die Tiere gelaufen. Glück gehabt. Das ist doch alles Mist. Mist. Die Elf sind in meinen Augen nur Creditfresser, machst kaum was an Plus. Da, so sind sie auch angedacht. Das soll ja auch so sein. Das hat so mal, du Stück irgendwas. Alter, frontal, auf der Ulscherkopf, 20.000. Jupp. Stalingrad. Warte mal, der hat er ja schon getroffen. Radar on B, please. A is lost. Da kommen die nächsten Tops. Ich komme nicht mehr weg von der Insel, ich muss wieder vorfahren. Der toppt mich jetzt hier nämlich scheiße. Ich wollte eigentlich drehen und wegfahren, aber unmöglich. Montana ran. Der Magiri ist durchgefahren, jetzt ist er weg da von der Seite, aber ich bin von der anderen Seite jetzt spotted, jetzt ist die Dings hier bei uns. Jetzt die Giering da. Nee, Scheiße. Giering ist hier immer noch hinter der Insel. Aber irgendwas spottet mich gerade auf 14.4. Ja, Magiri kann es nicht sein, der ist durchgefahren. Ich bin immer noch spotted. Wir haben ja noch einen anderen. Kann ja auch nicht. Der Shashimi ist da hinten. Ja, der ist bei C. Mal gesehen. Ja, gut. Cool. Nee, neues Wasser hinten. Oh Gott, Alter, es ist ja wieder ein Glanzbeispiel, wie toll das hier gerade läuft in den Runden. Ach du Scheiße. Ja, ich fahre schon rückwärts seit Ewigkeiten. Jetzt fahren wir rückwärts. Ja, und da kommen die Tops von der Seite. Nee, der ist vorbeigefahren, du. Also laut meinem Spot ist der da ist er. Der Insel. Ja, spottet, der spottet halt da genau, durch. Genau, dahinter. Und boing. Keine Schnitte. Wieder nur HE. Ja. Kann hier nichts machen. Ich bin tot. Die haben uns hier perfekt gerade an der Eier. Wir können nichts tun. Das sieht so aus, als wäre dieses Positionsspiel gar nicht so gut mit dem Ding. Ach, gar nicht. Das Ding ist hier ein riesiges, gewaltiges Ding. Du hast hier über einen Kilometer Wendekreisradius. Ding. Ja, ein riesiger Stahlkoloss. Was anderes ist das hier nicht. Hallo? Was anderes ist das nicht, du? Naja, jetzt macht er hier vorne. Nee, das war's hier. Ich krieg hier nicht mal 10.000 Damage zusammen. Um Gottes Willen. Keine Schnitte. Ich sehe bloß Inseln und Nebel. Ich kann doch nicht mal auf was schießen hier. Völlig abstrus, völlig verrückt. Ich hasse diese Seite hier zum Angreifen. Hey, Lepanto. Selbst der drückt mir 6-2. Super. Alter, jetzt ballert sogar schon die Giering auf mich. Ich fange hier gleich an zu heulen. Boah, guck mich so auf Activated. Das ist nicht die Giering, du. Doch, die ballert jetzt auch schon aus dem Nebel. Das ist die Annapolis. Den ist ein Stück vorgefahren, der hat schon wieder genebelt. Die spielen noch die ganze Zeit so, du. Giering nebelt, Annapolis ballert. Wahnsinn, Alter. Hätte nie gedacht, dass ich so eine schlechte Runde mit diesen Schiffen erlebe. Wahnsinn, keine Schnitte, irgendwas zu machen hier. Ja, 10.000 durchbrochen. 3 Millionen weggetankt, aber das war's auch. Holy shit, haben die uns fertig gemacht. Ja. Nichts, gar nichts konnte ich tun. Nichts dagegen. Wahnsinn. Ging auch von mir schon schlecht los, weit reingefahren. Ach, alles gut, hier kamen viel zu viele. Wir haben schon wieder hier 2, 4, 6, 8 Leute vor uns gehabt. Und Hindenburg, Alaska stehen ja da auch in der Mitte noch rum. Heftig. Hat die Ball absolut heftig. Kilometer auf mich. Oha. Das war schmerzhaft. Von allen Seiten. Du, das sind alle Schiffe. Gerade hier Jean-Bart und Co., die auch gerne mal erstmal schnell nachladen. Dazu Annapolis und was hatten sie? Napoli, Lepanto. Alles, was irgendwo sich hinter die Inseln positioniert hat und einfach rübergeballert hat. Und das kannst du halt nicht wehren. Unser Spotter war halt gleich tot und wir haben ja nicht mal mehr was gesehen. Oh Mann. Mensch, Kato, guckst du dir deine 300k-Runden, die du bekommst, nicht an? Genau so eine Annapolis-Runde hast du gepostet. Ich hab aber, hey, was, wieso Annapolis-Runde? Ich habe keine Annapolis gespielt. Was meinst du, Dantex? Geht einfach darum, dass so eine Kombi wahrscheinlich Giering und Annapolis in der Divi. Aber so, das kann sein. Ja, das ist ja. Das kann sein. Waren die Gegner alle in einer Division? Nö. Zwei davon bloß.
Alaska und die Neustra und die Giering und die Annapolis. Das sind halt hier die, die kommen ja auch aus so einem absoluten Top-Clans, die bei Turnieren mitspielen und Co. Das sind halt die, die die Runde hier gerade richtig drücken. Ah, ja. 3 Millionen weggetankt, immerhin. Immerhin. Damage war nicht möglich. Nicht mal annähernd. 40.000 von zwei, die ersten beiden Salben von der Satsuma frontal 40.000. Völlig verrückt. Das tut weh. Ja. Wenn man bedenkt, wie, dass ich gerade mal zu dieser Insel gefahren bin und noch nicht noch weiter rein, ist das echt traurig. Eine Abschlachtrunde vom Feinsten. Ja, was hätten wir machen können? Als wir gesehen haben, dass so viele waren, umdrehen, wegfahren, direkt abdüsen. Du konntest halt nicht ahnen, dass das Grü so schnell stirbt. Das ist halt auch noch was. Wir haben innerhalb von was 3 Minuten waren das unseren DD verloren. Das ist halt, wird halt ein bisschen schwieriger. Kennen wir ja selber, wenn wir das machen. Naja. Daher. Abhaken. Immer solche Runden. Und, na, und immer nur beim, auch nicht. Beim nächsten Mal weitermachen. Naja. War keine blöde Breitseite. Das war einfach nur vom Gegner überrollt. Sagst du immer, pro Tier ein Kaschan, am Ende ist gut, ja, ja. Was denn? Wie viel getankt hast du? 3,1 Millionen. Okay. Immerhin. Fehlt mir noch ein bisschen. Ja. 1,8 bin ich gerade. Die kriegen mich nicht runter. Oh, da ist die Giering genau dran an dir hier. Und der Kita-Kase jetzt offen. Das hätte es auch nur etwas länger verzögert, ja, wahrscheinlich. Nee, aber hätte ich gewusst, dass auch zwei DDs gleich sind, dann wäre ich gar nicht so gefahren. Ne, was, wo wäre ich sonst hingefahren? Natürlich wäre ich da zu der Insel gefahren. Ich wäre vielleicht früher abgehauen. Aber ihr habt es gesehen, wir wurden gleich von Anfang auch cross-getorbt von beiden Seiten. Es war nicht zu gewinnen. Es war unmöglich. Was soll ich da sagen? Es war unmöglich. Unmöglich nicht, aber war halt besser gespielt von den Gegnern. Es war nicht bloß besser gespielt, wir waren chancenlos. Ich wüsste nicht, was wir hätten anders machen können. Der Skill wäre so oder so gestorben durch die Annapolis da. Defensiver spielen, viel defensiver spielen. Gucken, was Taktiken, gucken, ob da Radar irgendwo ist und dann defensiv spielen. Gucken, ob die Nadine spielen, defensiv spielen. Einfach überleben. Die Giering wieder offen. Das. Naja. Ne, die Giering ist nicht offen. Wir waren kurz offen. Ja, für die Bedienkunde. Nur ein bisschen länger. Oboi-Spieler sind natürlich ein Kaliber, ja. Der Oboi ist hier drin, die Emperor, das ist auch so ein krasser Clan, die sind da mit bei. Aber da ist ja auch noch, sind ja auch noch andere Leute dabei, den muss man ja auch sagen. Na guck mal, die Division allein hat jetzt 6 Kills schon. Was will der von mir? Was will der? 2,6. Ich glaube, auf deine 3,8 komme ich nicht mehr ganz davor. Habe ich zu viel Schaden schon gefressen. Egal. Muss halt schneiden, das Video. Ach Quatsch, bleib so drin. Das ist eine ganz normale Runde, die ihr erlebt mit so einem Schiffen. Da kannst du nichts machen. Das gehört dazu. Sowas kann immer passieren. Da kann das Schiff noch so geil sein. Ich meine, mir das dazu mal wäre es jetzt hier deutlich besser gewesen, da wäre ich gar nicht so weit nach vorne gefahren. Und da du hier bloß 21 Kilometer hast, du musst ja nach vorne. Bleibt ja nichts anderes übrig. Hier bleibt nichts anderes übrig. Und Medox, das muss nicht sein. Der sieht ja, dass ich dabei bin. Das kann er sich dann auch denken. Dachte mir auch gerade. Eben bei all dem Negativen jetzt nicht zu sehr abdriften. Das muss nicht sein. Ich meine, das war die Neustra und Alaska, die waren ja nicht mehr bei uns da, oder? Ich weiß nicht mal, wo die überhaupt waren. Neustra war drüben bei C. Die waren oben. Da rum. Ja. Alles entspannt, Medox. Alaska ist gerade gespawnt. Naja. Wir haben hier gerade eine Naturgewalt von 8 Schiffen gefressen und unsere C-Leute sind trotzdem alle krepiert irgendwie. Also, völlig weggestampft. Ich hab noch gar nicht angefangen. Brauchst auch nicht. Die Hindenburg-Sekundäre. Die arme Konde. Oh ja. So, Yamagiri lebt noch. Patri noch am Leben. Abschlachtrunde halt. Ja, deswegen. Aber volle Möhre. Deswegen Abschüttung und weiter geht's. Sah auch so aus, dass sie wussten, wo er war. Ich war die ganze Zeit gespottet. Am Anfang war die Yamagiri hier. Und der hat uns die ganze Zeit hier aufgemacht.
Wir hatten hier nichts und Yamagiri stand da, der hat uns hier gespottet und als der endlich weg war, kam die Gierigen hier rumgefahren und hat weiter gespottet. Und die konnten uns hinter den Inseln alle abfahren. Das war ein Zusammenspiel perfekt für den Gegner. Nichts, was man hätte irgendwie erinnern können. Daher passt schon. Passt schon. Alle wussten, wo er war. Ja, natürlich wussten die das. Ich bin auf 14, irgendwas Kilometer offen, also 14,4 und das sogar geskillt. So, danke fürs Mitkommen. Skür, ärgere dich nicht. Da hättest du nichts machen können. Da wäre Niri krepiert, wäre nach vorne gefahren, da wäre ich krepiert, da wäre Chrom krepiert, da wären wir alle krepiert. Wenn dann in Annapolis mit Radar auf einmal um die Ecke gesprungen kommt und hier Doppel-G18 Akimbo macht, wie bei MW2 damals, dann machst du nichts mehr. Was du machen kannst, nicht vorwärts reinfahren, rückwärts reinfahren. Mhm. Immer rückwärts reinfahren mit dem DD, niemals also vorwärts da, reinfahren. Selbst da hätte er, den Cap blockiert oder versucht, oder angefangen zu cappen. Der wäre ja sofort da rumgedüst. Wir waren ja spottet von der anderen Seite. Und geradeaus durch, du. Damit kommst du in vielen Fällen noch weg. Niemals vorwärts reinfahren. Da nehmt ihr euch nämlich die Fluchtmöglichkeit mit. Mir kommt das aber auch so komisch vor. In letzter Zeit ist ja noch entweder Abschlacht noch die, oder man wird abgeschlacht. Ja, ist wirklich so. Aber gestern zum Beispiel hatten wir viele Spannungen. Gestern war es richtig spannend. Ich denke mich einfach, dass so einige was nicht gegen TK haben oder gegen Krado und das dann alle auf anderen runterbrechen. Ach Gott, Medox. Sollen sie auch machen. Das meiste von ist einfach bloß neidisches Gebrabbel. Und die größten Schreihälse sind meist irgendwelche, die hier im Chat mal waren, die wir einfach mal weggebannt haben, weil sie eine große Fresse hatten. Und das sind die, die die größte Fresse haben. Eisprinz, Philipp, dafür Sub 15 Monate, gute, dankeschön, dafür dir auch. Tuescher 5, Geschenke Subs, dankeschön dafür, vielen lieben Dank. Weißen Lux, 25 Monate, auch dir vielen lieben Dank. Und Big Tricky, 4 Monate. Ich bin ja froh, dass du nicht, dass nicht nur mir sowas passiert. Dachte oft, ich bin zu doof dafür, aber das kann jedem passieren, wie man sieht. Korrekt. Als ich damals CC geworden bin, das werde ich nie vergessen, da hatte ich so ein vor dem Chrysanthos, Heiden habe ich immer noch, Respekt natürlich vom Chrysanthos, also ein Heiden-Respekt von wegen, boah, Alter, der macht auch ab und an mal Streams, hat er früher gemacht, und das ist auch so ein super Spieler, und boah, hier, den ersten Stream, den ich von ihm mal gesehen habe, habe eingeschaltet, habe angemacht, das erste, was ich gesehen habe, ist, wie er ein DD gespielt hat, breit seinen Torps reingefahren ist und direkt gestorben ist, mit irgendwie null Damage, und ich dachte mir, okay, passiert den Besten. Das war so dieses, alles klar, es passiert allen irgendwie. Vielleicht lieber noch eine Runde Mikasa zum Üben? Ach, Quatsch. Bin ich Bandkrauter, mach es nie wieder. Alles gut. Alles gut. Ich habe heute zu gute Laune, da ärgere mich nicht mal so eine Runde. Und ich bin ehrlich, ich wüsste auch nicht, was ich gerade hätte anders machen können. Ich wüsste es wirklich nicht. Wäre ich weiter nach hinten weggefahren, hätte Yamagiri mich weggetorbt. War ja sogar fast der Fall. Hätte ich umgedreht, hätte ich Satsuma breitseitig gefressen, Patri breitseitig und was da noch alles stand, wäre ich weg gewesen, sehr wahrscheinlich, oder drei Viertel von meinem Schiff. Also, es gab keine Alternativen. Es gab einfach keine. Vielleicht gar nicht an die Position. Das ja, aber dafür hätte ich das andere vorher wissen müssen, dass da 8 Schiffe kommen. Das hätte ich denn wissen müssen. War ein blödes Zusammenspiel aus ganz vielen Situationen. Dennoch dazu Top-Leute da drüben. Ich meine, die meisten Kills haben da Gierigen und Dings gemacht. Passiert. Abschütteln nächste Runde. Was? Solche Runden bedeuten nicht, dass ihr scheiße seid. Solche Runden passieren einfach. Selbst den Besten. War die Akku. Bei Patri ist unten, dann ist die Haru wahrscheinlich auch unten. Nein, Milo, bleib stehen! Könnte die Elbing sein, die wir hier haben. Auf unserer Seite. Damit kann ich leben. Schwierig ist dazu mal. Zwei sogar. Oh, wir haben auch zwei. Gottes Willen. Was ist das für eine Runde? Eine ist dazu mal fährt rüber, das ist gut. Nach langer Zeit mal wieder hier. Schön, die Nähe, dass Niri wieder da ist. Hallöchen, Killies. Viel Spaß beim Zuschauen. Naja. Wie gesagt, du hättest einen Turn machen können, auf Risiko mit Kite zu gehen. Aber ich denke, wie bereits gesagt, das maximal verzögert hätte. Das Problem war, dass ich war ehrlich gesagt gleich demoralisiert, weil ich die ersten beiden Salven nicht gefressen habe, beide von Satsuma kamen und jeweils 20.000 reingedrückt haben. Und da dachte ich mir, Alter, das war jetzt frontal. Wenn ich jetzt Breitseite zeige, dann bin ich tot. Weil die Satsuma scheint ja zu wissen, was sie macht. Ja, da können wir noch nicht helfen, ne? Ist ja klar, wir sind noch nicht annähernd weit genug. Aber du weißt, dass sie hier ist. Sie ist da, ich weiß es. Freue ich mich gerade schon drüber, endlich mal ein Mucht-ID. Hallöchen, Satsuma. Komm schnell hier hinter. Andere Satsuma, guck dir her. Ne, die guckt nicht her, schön. Mal gucken, wann ich zugehe. Yeah, 4-3, geil. Naja, gehen wir noch nicht zu. 21,3, jetzt bin ich zu. Irgendwas muss hier auf der Höhe noch sein. Die Mino.
Das kann sein, dass er der Omega schon geschielt hat. Könnte sein. Ich meine, man sieht es ja, dass da eine Mino stand. Ja, aber da ist ja nicht da, wo ich gepinkt habe. Nee, ist ja ganz woanders. Radar ist an, Achtung. Ja, bald trifft mich nicht. Nee, ich sag bloß, damit es weiß, Radar ist an. Nicht, dass er jetzt denkt, er kann nicht erwischen. Shima nebelt jetzt erstmal, weil Radar an ist. Was? Ich hoffe, das hängt jetzt nicht zusammen. Und Shima wird beschossen. Die Mino ist nach oben gefahren, hast du gesehen, ne? Ja, er ist dicht daran. Ja, der war der das doch, der mich gespottet hat. Torpedos in our way. Sehr gut. Harukumo down, Edgar hat zugeschlagen. Schönes Ding. Also, Mino, sei mal nicht so frech hier. Ich fahr mal. The fuck, kommen die Torps gerade her? Kann natürlich auch Minorad. Na, Minorad da, kommt der da ran? Uff. Dazu Maslava gehen schon in Kite-Modus. Das wird das sein, was euch immer das Genick bricht, oder was auch der Kremlin das Genick bricht. Wenn du so eine Sniper-Schiffe hast und die dann halt wegfahren. Das gleiche Problem wie bei der Hannover. Ist der noch? Nee, er schießt nicht mehr. Ist einfach zu schwer, das jetzt zu kontern. Weil die dazu mal einen Freischein hat, was das Schießen angeht. So, Mino hier, Achtung. Ich hätte schon mal schießen sollen. Ja, ich muss hier erstmal um die Ecke rum. Achso, okay. Ich muss erstmal um die Ecke rum. Aber hier, Dingens kann schießen, Andi kann schießen. Ich krieg das weg. Und Andi so, da ist eine schöne Slava. Jetzt, wo ich schießen kann, geht die Slava weg. Oh. Hallöchen, Satsuma. Jetzt guckt euch mal an, wie lange ich brauche, um stehen zu bleiben. Und was für kleinen Schritten das runtergeht. Das ist ein unglaublich großes Schiff hier. Ich feuer mal auf die Stalin, die steht gerade volle Breitseite. Mach das, klopp weg. Klopp alles weg. Nach der letzten Runde muss ich gerade erstmal wieder ein bisschen... Schön. Nice, Nira, hast du gut gemacht. Sauber. Und Edgar ist auch weg. Sauber. Jetzt haben wir die Abschlachtrunde. Sieht zumindest noch sehr gut aus. Nee, komm schon wieder Torps. Warte, eben der ist Torps. In zwei Reihen. Au. Na, Elbing Torps. 10.000 drücken die pro Torp. Au. Das tut ja weh, Alter. Das tut ja richtig weh. Hallöchen, Slava. Huhu. Bam, das tut auch weh. Gott, nur roll ich hier noch unsere arme Ellie. Noch schnell Fenster zumachen. Die hören sogar auf. Das waren jetzt die Minotorps. Our ship is aflame. Okay, Elbing da oben, ich fahr da mal hin. Ja, ich guck. Mino jetzt hier links. Dauert noch ein bisschen. Ich meine, so. dass du weißt, dass ich da... Ja, der schießt jetzt in die andere Richtung. Ich kann gerade eh nicht auf nicht schießen, weil ich jetzt weiter rumfahre. Da ist die Elbing, ist offen. Komm, Elbing, zeig dich. Komm. Destroyer found. Hallöchen. Hast du den auch gerade so verzögert gesehen? Ja. Hendrik, wer ist Hendrik? Ich glaub, da war doch an, vor die Moskau. Ja, musst du eh 7 Sekunden warten. Ja, ich habe immer noch Angst, ne? Ja, deswegen frage ich lieber nach, ob das nicht nur bei mir so war. AP von Tal auf eine Ushakov. Ja, Elbing, ich glaube, das wird nichts. AP nice try. Nice try. Aber doch die Frontal bei der Ushakov. AP ist super. Der hat mir gerade 8000. Aua. Bitte was? Ich weiß aber nicht, ob er das war. 8000? Ob das noch wer war. Ja, siehst du doch, wie viel Leben ich verloren habe. Ich habe ihn 4000 gedrückt. Jetzt sollte ich mehr Elbing spielen. Glaub, scheint besser glaub, zu sein. Die Mino. Weißt du, die Mino war das. Blödsinn. Ja, bist wieder doof, bloß Breitseite gefahren, wa? Ja. Ja, ein bisschen. So kennt man die Niere. Ja. Oh, Alter, das Satsuma ist so krank. Als Woche eigentlich auch vor, moderne Schiffe einzuführen. Das wissen wir nicht. Nö, wir haben jetzt die Superschiffe, aber die Superschiffe sind keine modernen Schiffe. Die Superschiffe sind so eine theoretische, so ein Gedankenspiel, wie es hätte weitergehen können. So ein bisschen moderne Schiffe, müssen wir mal gucken. Das modernste, was wir, glaube ich, haben, ist 1965. In dem Dreh schon, ja. Komm nochmal Einzeltops von der Dings an. Aber modern würde ja heißen Raketen, ne? Ja, natürlich. Lasers, Railgun und was weiß ich alles. Boom, 4-5. Wie so eine blöde Runde, wo ich hier nicht wirklich zum Schießen komme.
Viele Lehmigel. Ich habe da ein schönes Zitat von jemandem aus der letzten Runde. Solche Runden können euch passieren. Das ist halt einfach so. Da macht ihr nichts. Oh, alles gut, ich tanke weg. Ich habe Hälfte Leben, 74.000 nur noch. Ich bin so gut wie tot. Der CV kommt noch mal an. Du bist gleich vielleicht wirklich tot. Ach, Quatsch. Dazu baut Slava schießen auch auf dich. Das ist eher doof. Das ist eher doof. Long. Oh, ich hatte auch bloß Abpraller. Eagle kommt. Triple. Oh. Ach, der kann noch nichts. Igel-Schmiegel, sage ich immer. Igel-Schmiegel. Was hat der für geile Angriffe? Das sieht cool aus. Vielleicht den extra Modus. Kann die Mino echt darüber ballern. Bedenke, Wolf, alternative Modi sind bei Wargaming nicht so beliebt. Nee. Dabei Wolfs. Die möchten gerne, dass das alles bei den Gewerteten und viel wichtiger noch Patrick. Bei den Zufallsgefechten bleibt. 7-1 bloß. Könnte sein, dass ich das Video noch mal ganz kurz aufmache. Müsste hinter der Insel stehen, kann ich glaube ich gar nicht beschießen von hier. Meine Hydro grad. Ja, das reicht glaube ich nicht ganz. Ach, ärgerlich. So, mal Skill aktivieren, gucken uns mal an. Halli, hallo, hallo. Nee, kann ich hier nicht beschießen können. Bist du was auf die Mechlenburg? Schöne Streuung. Ein bisschen weit vorne. Ich dachte, der wäre ein bisschen schneller. Jetzt haut doch nicht alle ab. Nein. Leute, ich hatte die Patrie aufgeschaltet. Was war das denn? Warum hatte ich den denn ausgewählt? Oh, oh, oh. So, habt ihr gesehen. Mit dem Skill trifft man den trotzdem. Fail. Krado hat's verkackt, aber so richtig hier gerade. Aber so richtig. Fail, mega fail, ultra fail, fail, fail. Ach, so eine Kacke. Schalte ich den Falschen auf? Hallo. Was denn? Ja, irgendwie. Ich hab keinen Bock mehr. Ich trau mir überhaupt nichts mehr nach der letzten Runde. Auf die richtigen schießen. Was kommt hier? Der kann mir hier scheiß die V-Bahn in Ruhe lassen. Der hat mich grad, wo geht denn die Salve hin? Ich hab doch gerade den Skill aktiviert. Was waren das gerade? 20.000? Au. Aua. Au. Bom, bom, bom. Boom! Ach man, das ist ja wohl ein Joke. Jetzt krieg ich aber einen zu viel. Guck mal, da ist die Schliefen, von der du vorhin geredet hast. Ein scheiß Abpraller. Auf unserer Seite. Achso, bei uns ja. 76.000. Ja, ist schon krass, wenn du die Unterschied hier anguckst. Das ist echt schon, das ist schon heftig. Oh oh, ich nehm die Tops mit. Tschüss. Tschüss, Nere. Oh, Patri ist schon tot. Und der Mino. Okay, geil. Ja, aber die geht doch rein. Ich wieder. Guck das an, mach doch deinen scheiß Angriff. Mach ihn doch, mach ihn doch. Ist mir egal. Lenkt nach rechts weg. Er lenkt nach rechts weg. Super vorgehalten von Krado. Und auch daneben. Oh, ich merke schon, heute ist mein Tag hier, was Vorhalten angeht. Mann, in der ersten Runde hat es auch funktioniert. Jetzt geht hier überhaupt nichts mehr. Boah, wir können das noch verlieren hier, ne? Ja, deswegen sage ich ja Vorsicht, fahre nicht zu aggressiv. Satsuma hat noch fast volles Leben, also der spielt mich easy peasy jetzt runter. Der CV auch, du, das reicht mir. Naja. Super hat auch schon abgeprallt. So kann zum Glück nochmal heilen. Alter! Alles klar. Problem ist auch, unser Igel ist nicht mitgekommen. Der ist nur am anderen Kartenrand. Ja. Igel, Igel. Oh. Ich hab auch einen scheiß Pech hier gerade die ganze Zeit. Das ist ja nicht wahr. Ich guck andauernd Schiffe an, die verschwinden immer instant. Wirklich in der nächsten Millisekunde sind die weg. Vier Treffer. Yay, 6.000. Ich freue mich total. Ah, wieder Eis rein. Scheiße. Und Wassereinbruch. Kein Wassereinbruch. Was ist hier los? Ja, was ist denn hier los? Kremlin-Style halt erst auf 12 Gelöde kann meiner Meinung nach wirklich sicher sein, dass die Kiste genau wird. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Die Kremlin macht ultra Spaß, wenn du pushen kannst. Guck euch das mal an. Das ist doch lächerlich. Ich habe perfekt vorgehalten. Das ist doch ein Joke. Olle Kack-CV, als ob der da jetzt so easy-peasy ausgewichen ist. Aber es geht nicht nur hier, wenn wir ihn treffen. Nee. Nee, die anderen treffen auch überhaupt nicht. Oh Mann, Alter. In manchen Runden denkst du echt hier, WG, die legen der Schalter um.
Nee, ihr. Wieder bloß einer! Ich. Das ist einfach scheiße. Ich schieß scheiße, ja. Naja, ich möchte meinen CV-One-Shot. Ich würde einen CV gerne mal mit einem Shot treffen, ja. Das ist gerade mein Stream. Mein Dream. Ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass Vicky jetzt einen Schalter umlegt? Ja, 100 Pro. Das kann ja nicht an mir liegen. Du weißt doch, immer die anderen. Ja, ja. Vigivai. Und nie anders, warte, ich nenne das Video Aimbug, Vigivai. Und kommt, jawoll, sauber gemacht, Edgar. Oh, Kack, Aimbug. Produzier mal auf Schiff, hahaha. Fahr mal nicht nach vorne, bitte. Nee, mach ich auch nicht. Ich bin unsichtbar. Ist die Eagle tot? Gehen die Tops rein? Was meinst du? Nein, einer geht rein. Maximal, gar keine geht rein. Dann ist er jetzt aber tot. Uns erstmal den Vorteil jetzt hier holen. Meine Fresse aber auch. Können die Insel tauchen. Die liegt immer noch! Die liegt immer noch! Ah! Uschakov macht. Ah! Dann ist der jetzt aber tot. Da das ist doch ein Show. Wie kann der noch leben? Da gebe ich mein Kranosiegel drauf. Und das Siegel würde ich eh nichts geben, also. Alter, das ist so ein Joke, Alter. Wie viel Glück kann man denn haben? Oder Pech? Je nachdem. Jawohl. Yeah! Ügel! Spiel ausmachen, neu öffnen, läuft. Ja, ja, gleich ganz anders. Gleich wieder ganz anders. Wie viel potenziell der jetzt wohl hat, die ganze Sache. Aber echt. Kusitsov aktiviert bei 10.000 Leben. Der kommt noch, der greift dich noch an. Ich bin tot, denn. Oh nee, der hat alle Flieger verloren. Einen habe ich abgeschossen. Einen. Oh. Vielleicht durch die Edgar? Keine Ahnung. Ha. Ist mir Latte. Hauptsache, die sind weg. Ey, die Mecklenburg beschießt dich. Ja, hält aber sehr beschissen vor. Zum Glück. Oh Gott, da kam noch mehr Schuss. Dafür hätte ich jetzt eigentlich brennen müssen, für die Aussage. Für die Aussage hätte ich jetzt brennen müssen. Aber sowas von. Ja, ne. Aber es wurde nochmal spannend. Aber, ja. Aber unser Team macht das jetzt noch. Sauber Team. Aber 135.000 Leben, ey, mit der Panzerung, ist es wirklich eine Hausnummer. Bis die einen runtergespielt haben, das dauert. Aber deine Offensive ist halt nicht besser als die der Kremlin. Und das muss man halt auch bedenken, ne? Wenn du hier gegen Satsuma und sonst was wie Schwergewichte spielst, das musst du erstmal kompensieren. Our ship is aflame. Interessant, dass sie hier diesen Weg gegangen sind. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, wir kriegen jetzt hier eins der das Offensivste, das krank. 510 mm hätte ich jetzt hier eigentlich noch erwartet zusätzlich. Aber hier sind sie ja halt echt mal einen ganz nüchternen Weg gegangen, mal einen entspannten Weg. Schon faszinierend. Da kommt die Salve. Down. Ja, tot. Oh, abgefackelt, was soll ich machen? Wie ärgerlich. Mit der Uschakov 68.000 Spotting Damage. Geil! Ein guter DD. Ah, ausweichen. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Wenn ihr die Kremlin schon träge findet, dann ist das Ding hier nochmal eine ordentliche Schippe oben drauf. Ruderstellzeit von knapp 20 Sekunden, ja. Da ist nicht viel mit rumeiern und hin und her lenken. Aber auch hier bei der Uschakov wieder hart konter die Satsuma. Andi, was war das denn? Andi! Nicht wundern, ich ziehe mir gerade Socken hier an. Andi! Nicht sterben, Andi! So kalt hier. Andi! Andi, ach, der stirbt doch nicht, der macht das hier. Ja, praller Orbe. Geht also nicht nur mir so, ich bin froh. Polizisten, du, sei Dank für den Zap. 20 Monate, dankeschön, Nobön. Oh, jetzt. Und Big Twiggy hatten wir schon, ne? Danke nochmal. Ja! Ich glaube, es hat auch bloß eine Mummel getroffen, ne? Ah ja, 170.000, immerhin, wir waren dabei. 1.700 Grund-IP. Gemacht, Edgar. Oh, Andi hier, 2,4, schönes Ding. 3.000, die Edgar. Hohoho. Geil. Das war doch nett. Und ja, noch langsamer Dresden drehen sich die Uhren rückwärts. Ja, ja, ist wirklich so. Nicht schlecht. Wenn wir hier mal gucken, Mann, die Wildbarkeit, guckt euch das mal an. Ihr fragt euch bestimmt schon, warum ich hier nicht... 5 Jahre Microsoft Store habe ich gerade bekommen. Tarnung. Niri, kennst du dir den Microsoft Store? Mach die Tarnung mal an, guck dir die mal an. Die lass mal. Die ist nicht schön. Eventkreisrate ist 1290 Meter, Ruderstellzeit 21,6. Also ihr versteht, warum ich nicht die ganze Zeit so hin und her eier, oder? Irre, einfach irre. Andi, danke fürs Mitkommen. Dankeschön, Andi, super gespielt. Hast du uns schön durchgezogen. Bin ein bisschen über die Flak enttäuscht, dachte er, wäre besser. Ja, Torpedoschutz hätte ich gerne, die in der Kremlin. 35% ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Die Kremlin hat über 10% mehr. Mal gucken, 46% hat die Kremlin. Da hätte ich gerne mehr. Das würde mich sehr freuen. Weil wenn ich mit dem Ding hier nach vorne fahren soll, muss ich auch gegen die Torps. Dann dürfen da keine, darf nicht von der Elbing Torps kommen, die mir 10.000 pro Torp drücken. Das ist zu viel.
Wird genug Punkte, um die Uschakov mit Frostige Tanne sich zu wünschen? Frage 5. Krado. Na, will keiner. Mir, wie ist denn der neue PC? Bisher alles fein? Hast du überhaupt Frostige Tanne auf dem Account? Ich glaube, du hast nämlich gar keine Frostige Tanne. Ich gucke gar nicht nach, also wünsche es euch auch gar nicht. Bäh. Nicht schlecht. Bisher läuft noch alles rund mit Nieres. Ich meine, weil du gerade von der Elbin geredet hast. Frostige Tanne, toll. Maximalschaden 16.500. Also da ist 10.000 gar nicht so schlecht. Ja, aber so 8.000 wäre mir lieber. Moment, da wollte ich in Tarnung. Nee, habe ich nicht. Tut mir leid, kriegst deine Punkte zurück. Glück. Sorry. Sorry. Leider nicht da. Allgemein, wenn gerade auf dem Account ist, braucht ihr euch in der Hinsicht nicht so viel wünschen. Ja, das war ja bloß ein Joke. Ich wurde überzeugt. Oh, so, weiter geht's. Next Round. Uschakov. So, Black Eye, was nimmst du jetzt? Was tust du? Wie kann ich dich unterstützen? Hört ihr, wie gehässig er gleich wieder fragt? Na, Black Eye, was nimmst du jetzt? Womit schmeiß ich weg? Holzmichel schreibt, 250 Stück hast du. Mm-mm. Da waren keine. Komkut fragt, was sind denn die Nimm doch schnell ein Schiff, damit ich reinklicken kann, Mann. Nimm doch mal schnell ein Schiff, damit wir rein können. Also ich bin mir sehr sicher, da war nichts. Und jetzt suchen wir ja leider schon die Runde, sprich, ich kann jetzt leider nicht. Oh, ich habe mir das Schiff liegen. Das möchte ich mal gerne. Geil. Hier, die Tarnung ist aber nicht schön. Salz und Essig-Chips von Lays. Die Tüte war falsch rum, die war auf dem Kopf, sorry. Wechselst du jetzt noch auf Frostige Tanne? Nein, wir haben einen Funko Frucht drin. Okay, dann warten wir kurz, bis du fertig gegessen hast. Nom, bin fertig. Mir war nicht drin. Ach, da kommt der Robby gleich an, ja? Naja, wenn der Chips hört, der rennt immer gleich her. Mann, dann machen die Scheiße halt an. Bäh. Und das ist mal ein seltener Moment, denn eigentlich haben wir haben die Punkte ja zurückgegeben, aber dadurch, dass Krado gelogen hat, eiskalt, haut er das trotzdem. Du hast die jetzt aber ausgewählt, ne? Du was? Du hast die Tarnung jetzt aber ausgewählt, ne? Ich hab den Stream nicht nebenbei laufen. Ja, hab ich. Nee, hab ich an. Ich leide. Oh, eine Wettrüstin. Können die nicht mal Hannover spielen? Warum sie sich andauernd so zumaß? Scheiße. Boah, dreimal Schieber. Oh, fünf Schieber. Wir haben zweimal, ja. Oh Gott. Na, Nere, dann mach mal. Du hast ja Hydro, ist ja kein Problem dann. Ich hab Hydro, ja. Und oh Gott, ja, und Wettrüsten auch noch, Alter. Oh. Na, ich hab einen F-Skill. Du hast mir eben noch gesagt, wie scheiße die Elbing-Torps waren. Was sagst du zu Shima-Torps? Oh Gott. Ja, naja. Oh Gott. Mal gucken. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass die Runden gerade so durchwachsen sind, weil ich finde das immer, in dem Review hatte ich zwei eigentlich relativ gute Runden, wo ich selber sehr viel Damage machen konnte, auch über 150.000. Und da kriegt ihr aber dann so das Gefühl, wenn ihr das seht, was ist denn das, Alter? Das ist ja völlig OP, das Schiff, der macht so locker den Damage. Aber jetzt habt ihr es auch mal gesehen, wie es auch laufen kann. Ich finde das immer nicht schlecht, dass man mal so eine Grätsche auch dazwischen hat. Und besser geht natürlich eh immer. Mal gucken. Ladezeit habe ich jetzt 29 Sekunden. Dreimal Damage-Buff bitte und dreimal den Nachladebuff, danke. Bei 4 DDs traue ich mich da ehrlich gesagt nicht so ganz. Und CV, ach du Scheiße, okay. Ach Leute, die Elbing, die habe ich ja gar nicht gesehen, das sind ja 4 DDs. Ja, ja, deswegen. Das habe ich eben, die habe ich echt nicht gesehen, ich habe das gerade als Kreuzer wahrgenommen. Ah, ist ja auch ein Kreuzer. So. Ich fahre da rechts an die Insel. Ein ganz merkwürdiges Knacken bei deinem Mikro. Ich glaube, dein Mikro. Drei davon in einer Divi. Also werden die in Team Grün, die drei DDs in der Divi, fahren die alle an die gleiche Stelle. Elbing, da die jetzt aber das heißt, die beiden Shimas kommen auch her. Da heißt, ich dreh ab, oder was? Die Satsuma kommt auch her. Du drehst ab, oder du suchst dir ganz schnell eine gute Deckung. Ja, hier rechts wollte ich an der Insel ran, aber ich bin durch Flieger offen, leider. Ich stelle mich mal an die eine Insel und da bleibe ich stehen. Das hat so die letzten Male so gut funktioniert. Genau das mache ich jetzt. Bedenke es aber nicht die gleiche Karte. Also hier funktioniert das bestimmt anders gut. Bestimmt, ja. Gut anders. Bestimmt. Black Eye wäre auch in die Insel. Hau ab, Black Eye, das ist meine. Hör auf, oder ich hetze die Niere wieder auf dich. Ich kenne deine Insel. Da bist du absolut safe an der Insel. Da kann dir nichts passieren, nichts. Ich habe keine Insel, der ich mich verstecken kann. Ja, ist leider wahr. Das ist hier gerade nicht so schön. Drüben auf der anderen Seite ist das ein bisschen angenehmer. Das hier andere Shima. Ah, nee, Quatsch. Drei Shimas hatten die, ne? Drei, ja, okay. Yep. Shima.
bist eine Insel. Ja, aber wirklich. Immer an die Ruderstellzeit, das ist so krank. Komm, ich zieh mal voll nach rechts jetzt hier. Achtet mal hier auf den Pfeil da. Ich halte die ganze Zeit gedrückt. Guck dir mal an, wie lange das dauert. Jetzt sind wir in der Mitte. Das ist irre. Das ist irre. Leider dadurch auch das Stehenbleiben dauert so ewig lange. Sehr unangenehm. Das Problem ist frontal die Satsuma. Oh, nice. 10.000. Tsushima. Oh, scheiße, die 7 Sekunden. Ach, Mann. Wird den noch treffen? Oh ja. Den hast du nicht getroffen. Den habe ich nicht erwischt. Die Elben habe ich auch nicht erwischt. Die andere Schima habe ich dann erwischt. Wie fachmännisch, wie das beide analysiert haben gerade, wa? Oh, Schima hat volles Leben. Den hat er nicht getroffen. 3.000 nee, auf die Schima. Dann nur noch 10.000. Huch, die Sau pusht hier rein. Gott, Black Eye, Mann. Fahr doch nicht so offensiv. Nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben. Na so. Hätte er noch ein Stück weiter fahren können. Da hätte er doch noch so ein Stückchen fahren können, Mensch. Oh. Steht dazu. Ach, die Sau da. Torpedos ahead of us. Verstehe ich nicht. Migal! Bums! 13-7, schönes Ding. Nicht nur Torpedos ahead of us. Oh, merkwürdig. Ohne Ruderschiff-Modul spiele ich ab einer gewissen Base-Ruderschiff nicht mehr. Ja, aber ach, das andere mit Brandschutz und Co. denn hier. Da kommt wieder her. Das weglassen, ich weiß ja nicht. Das möchte ich auch nicht. Und ich brenne und ich brenne und ich brenne. Das funktioniert heute sehr gut. Die Gegner. Zitadelle, nice. Die Gegner können mich heute sehr gut abfackeln. Okay. Und schon mit dem eigenen Damage nicht so klappt, fixen, das klappt. Ahoi. Guck dir mal an, hier unten, das Leben. Bin bei 100.000 noch und so viel ist schon weg. Das ist einfach, oh, da hat die Schimas offen. Der ist mal weniger ganze, labern. Ja, echt. Mann. Was denn? Da, bumm rein. Ich hab eh nachgeladen, was willst du von mir? Ich hatte eh noch nachgeladen, ich war gerade fertig. Entschuldigung, Henry, Entschuldigung. Die sind die ganze Zeit offen. Du. Ja, ich hab dir Sau eine Zita gedrückt gehabt davor. Ja. Ringeinsel. Seht ihr, auch das passiert anderen. Ach, der linkt schon ein. Ach, schade. Ach man, Satsuma. Hättest du doch nicht weiter Breitseite fahren können. Man, Satsuma. 7-4. Nice. Gott, das ist wie ein schiefen Preußen. Beide hier, links, die haben gar nichts. Links, der Gegner soll schon da irgendwo sein. Hm. Also einer von den DDs ist da. Bin auch nicht spotted. Also aus meiner Position kann ich gerade, also sieht mich nicht, sagen wir mal so. Elbing? Elbing ist da. Der kann dir jetzt bloß Black Eye gerade helfen. Ja, scheiße. Dann wird das jetzt wehtun. Oh fuck. Ja, die sind schon für mich zu weit rum. Schieb mal direkt dahinter. Oh fuck, scheiße. Oh fuck. Und ich hab. Nice, Elbing weg. Und. Denk an die Schima da. Ja. Und an Torps und an alles mögliche andere auch noch. Na, wenn es weiter nichts ist. Einfach mal an alles denken. Wo ist Problem? Ich muss dir sagen, es ist ein geniales Gefühl, endlich wieder DD spielen zu können. Ja, glaube ich. Einigermaßen ohne Probleme hier. Oh, ich fühle mich nicht mehr als völligen Ballast hier. Sieht noch einer, die Ushakoffel spielt? Kratos perfekte Tat, die sieht keiner. 142.000 Leben habe ich jetzt schon. Wahnsinn, Alter. Absolute Wahnsinn. Hey, St. Vincent. Was geht? Oh, Ladezeit verringert. Erste, zweite schon. Was haben wir jetzt? 22 Sekunden. Goal. Boom, 3-1. Fahren wir wieder nach vorne, St. Vincent. Schliefeneier darum. Ach, scheiße, ist dazu mal. Und boing. Eine Murmel, nur 7.000. Kann man ja mal machen, ne? Oh, Schima ist wieder da. Beide sind da, du, an der Ecke. Dann fahre ich mal langsam wieder rückwärts. Komm, ich push jetzt. Ach, daneben, beide, scheiße. Beide Schieber sind da. Nee, pushen wollte ich auch nicht, aber ein bisschen um die Ecke gucken. Das hat mich gerade geärgert, dass ich bei der Elbing nicht helfen konnte. Die Schieben kommt hier auch gerade. Na, da kommen auch Torps, scheiße.
weiß nicht, wie ich dir da noch helfen kann. Ja, gar nichts, muss die Massen an Torps überleben jetzt. Torpedos ahead of us. 6-8 bloß, nee, ist klar. Die kackweiche Panzer des St. Vincent, nee, ist klar. Hallo, was los? Sehr klobig, das Schiff hier. Wenn man so Patri gewohnt ist in letzter Zeit, oder Mick, ich bin immer so viele hier Mecklenburg, Patri, Bourgogne, sowas in letzter Zeit gefahren, ist das hier gerade ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Und du bist wirklich wie ein riesen Anker, als ich die ganze Zeit den Anker angezogen habe. So, den brauche ich nicht mal einen Anker. Shimakaze ist down! War es bloß noch eine, Niere? War es bloß noch eine, ja. Sehr gut. Der ist zu dicht dran gefahren gerade. Oder war durch unsere Shima, glaube ich, spotted kurz. Ist egal, wir nehmen es mit. Ich muss aber vorfahren, die schliefen Torp mich sonst jetzt, ne? Mhm. Das musst du. Der ist für dich. Der ist für dich hier. Danke. Holy dir. Danke für diese nette. Komm hier noch mehr Torps. Oh Mann. Für dieses nette Geschenk von dir. Vielen Dank. Bitte. Bitte schön. Der komm noch mehr Torps. Der guckt auch weiter zu dir. 1-5 bloß. Ich krieg gleich einen Anfall. Die Smolensk-Sekundäre ballert los. Jetzt guckt er nicht mehr zu dir. Zu mal voll Breitseite, kann ich nicht mehr treffen. So. 9-1, ne, immerhin. Ja, der will mich wegtorben hier. Ich bleib einfach nicht stehen. Jetzt guckt er zu mir. Der schießt auf mich. Der schießt auf mich. Bleib! Der hat gerade auf mich geschaut, die St. Vincent meinst du? Nee, ich meine die Schliefen. Achso. So, jetzt aber. Und wunderschöne 13.000. So mag ich das. Da kommt ein Torp. Nee, da kommen Torps. Torpedos in our way. Ja, so ist besser. Naja, St. Vincent hat doch die Einzel-Torp-Dinger. Alter, aua. Das tat weh. Satsuma hat mir frontal 30.000 gedrückt. Frontal, Alter. Das ist so nass, das Schiff. Das ist so nass. Und der Torp geht rein. Scheiße. Boing. Kusisov activated. Die Dings tot hier? Ja, die ist tot. Ich hätte mal gerne holy so einen Fehler, shit, wie oft dir der Kusisov schon die Runde gerettet hat. Mit dem Schiff hier. Achso, die Runde gerettet, ja. Ja, also jetzt. An dem Schiff, hier aktiviert sich das immer bei 10.000 bis 12.000. Das ist völlig krank. Dass du überlebst, meine ich. Hm. Ich muss jetzt erstmal hier nach hinten die Heilung mal kurz abwarten. Hohohoho, Alter. Also, sie haben mich nicht tot bekommen. 2 Shima-Torps gefressen, den 30k-Torp von der St. Vincent gefressen. Satsuma-Salve 30k frontal und ich fahre hier immer noch rum. Wahnsinn. Die frontal extra weich? Nee, hat damit nichts zu tun. Das ist eine Satsuma. Die Satsuma kann alles frontal wegnudeln. Da gibt es nichts, was irgendwas irgendwie durchhalten würde. Die roffelt alles nebenbei weg. Das ist die Stärke der Satsuma. Das ist die Stärke der Satsuma. Das ist richtig übel. Und darum ist die Satsuma auch der Hardcounter für alle anderen. 1700 bloß. Ist der Hardcounter für alle anderen T11-Schlachtschiffe tatsächlich. Allgemein gegen alle Schiffe. Das ist Können, dass du noch schwimmst. Naja, im richtigen Moment vor und zurück hier halt, ne? Der St. Vincent Torp, der hätte nicht treffen dürfen, das war sehr ärgerlich. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Oh, schon zu Ende. Immerhin. Dazu muss einfach low. Ja, ja. Lass mal Hannover im Gegnerteam, die gegnerische Team sein, der hat keine Schnitte. Nur 1-1-7. Aber ihr seht's, ne? Das Wegtanken funktioniert halt auch. Das Wegtanken bringt ja auch EP. Oh, nett. 2,3 Millionen wieder weggetankt und ich hatte jetzt nach dem Heilen, hätte ich jetzt immer noch fast 40.000 Leben gehabt. Wahnsinn. Also Midway hat wohl nicht so viel gemacht hier die Runde. Wieso? 1000? Ist ja okay. Ja, aber im Vergleich zu Malta, der hat 1000 in der Niederlage. So, wir haben 3 Schiffe verloren. Das ist halt. Ja. Da gab nicht viel. Ja, da habe ich gar nicht, da hab ich gar nicht drauf geachtet gerade. Und du siehst ja auch. So, ja, das stimmt, das ist ja 10 Minuten das, waren das bloß. Ich bin immer noch so euphorisiert durch meine bestandene Prüfung heute. Ich habe kein Zeitgefühl gerade. Wenn du mal guckst, 8 Gegner haben 600 und weniger. Passiert. Black Eye, danke fürs Mitkommen. Dankeschön. Commander, als nächstes dann Commander P06, als nächstes dann der Daywalker und dann der Bächeln. Bächeln hat gerade was Interessantes geschrieben. Die Hannover könnte auch alles overmatchen, wenn sie denn treffen würde. Das ist genau der Punkt. Ich meine, die Hannover könnte ihren F-Skill aktivieren und würde immer noch alles daneben ballern, weil dann ist die Sekundäre ja bloß verbessert, ne? Naja.
Das Game war ein How to Stay Behind Mountain. Oder? Achso, das Game. Ja, natürlich. Ja, ja. Aber was blieb mir anderes übrig? Wir hatten drei Schimas da, oder zwei Schimas vor uns und eine Elbing. Was blieb mir anderes übrig? Ne, ihr seid nicht, das ist ein T11-Schiff, klar. Aber ihr seid nicht immun gegen Torps. Mit der Kremlin hätte ich exakt genauso gespielt. Wirklich, genau das Gleiche. Ich würde immer gerne dichter ran. Aber wenn dann das Satsuma steht, ihr mit Frontal 30.000 drückt, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was haben wir hier? 32 mm, oh, hier 60. Mit ein bisschen Glück kriegen wir keinen 11er CV. 380 hier. Meinst du? Ja. Wäre schön. Ich kriege mir einen Immelmann oder sowas oder hier den Richtofen. Also bestanden in Prüfung, Krado. Leute, sperrt die Kinder ein, der Krado hat einen Führerschein. Dankeschön. Dankeschön dafür. Gab es denn eigentlich richtig so eine Zeremonie oder war es einfach so ein Klapp auf den Schulter und gesagt, ey, hier, bitte? Ich wollte Ihnen noch mehr erzählen, aber das werde ich wahrscheinlich morgen erst machen. Nee, morgen ist ja kommt gar nicht dabei, es wäre Freitag erst, ne? Ich meine, ich kann ja einfach schon so einen Schlag erzählen. Also das war allgemein, der Prüfer setzt sich mit rein, dein Fahrschullehrer sitzt neben dir, dann fährst du halt in deine 30, 40, 50 Minuten, je nachdem, wie lange mit dir fahren möchtest, herum. Und wenn du alles richtig gemacht hast, wegen Zeremonie, was du meintest, war denn einfach denn so, jetzt da wieder links rein und dann an die Ausgangsposition bitte wieder da parken. Und denn ich hab dir angeguckt, ne? Ich wusste halt nicht, habe ich jetzt bestanden, habe ich nicht bestanden. Und ich war halt so völlig auf 180. Ich war halb am Herzinfarkt. Und dann fängt er so an, ja, nee, das war ja ganz nett und ja, hier tippt da irgendwas rum, macht hier sonst was. Ich guck den an, Alter. Nur sag, ey, sag, gedacht so, Leute. Nee, echt, sag jetzt. Ey, völlig, ja. Und dann, ja, nö, aber ich muss Ihnen jetzt aber noch was mit auf den Weg gehen, ne, das wissen Sie. Yeah. Wurde immer so vager, was jetzt, habe ich jetzt bestanden, habe ich nicht bestanden? Und er hat dann gesagt, ne, mit Ihrem Schein, diesen Vorausschein, können Sie jetzt halt nicht im Ausland fahren, Sie brauchen ja erst den richtigen, der wird per Post zugeschickt. Ich guck den an, Alter, kannst du mir nicht einfach sagen, dass ich bestanden habe? So noch richtig schön, so ein Drahtseilakt, weißt du, oh, so ein bisschen hin und her. Der war sehr cool, der Prüfer. Den letzten Prüfer, den wir hatten bei meinem Versuch davor, der war, dass sie, also hat sich so angefühlt, als ob da so ein General hinter dir sitzt in der Armee. Der so, oh, und immer so, ja, immer so, zack, und jetzt bitte rechts lang. So richtig so, so. Da war schon so eine Anspannung, der hat so eine Ausstrahlung schon gehabt, der war unangenehm. Der heute war total cool, der immer so zwischendurch immer, ich den total konzentriert gefahren und dann hat er immer so gesagt, oh, da guck mal, da sind Solaranlagen, das sieht ja schick aus. Oh, jedes Mal mein Herz so komplett zusammen. Denkst du immer, wenn der denn losspricht, du hast irgendwas falsch gemacht. Jetzt bloß nicht gucken, der will dich nur ablenken. Der will bloß nicht gucken. Ja, der hat gemerkt, dass ich total angespannt war. Versuch davor so, ja, das war mein dritter Versuch jetzt. Beim dritten Mal hat es jetzt geklappt. Erste Mal Vorfahrtsfehler gehabt, da habe ich eine Einfahrt nicht gesehen, rechts vor links, übersehen, leider sogar zweimal. Stand ein großer Transporter genau vor so einer Straße und ich bin die Straße noch nie reingefahren. Übrigens mal ganz kurz, die 3DD spielen in der Divi, Yamagiri, Shimashima. Das sind die gleichen von eben. Ah ja, stimmt. Kaloi Andi ist wieder dabei. Ja, oh, stimmt, Alter. Da müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen warten. Naja, ja. Wir waren da relativ lange drin, ne? Ja. War mein dritter Versuch. Erste doofen Vorfahrtsfehler gemacht, da war ich auch so doll aufgeregt. Zweite Mal war ich so extrem aufgeregt, ich habe die Schilder nicht mehr richtig gesehen. Da habe ich richtig, oh Gott, Alter, ich war richtig verschwommen schon vor Augen, weil man das halt jetzt unbedingt schaffen wollte. War ja auch eine Menge Geld, ne? Pro Prüfungsversuch 250 Euro plus 120 Stunden. Also das ist schon eine Hausnummer. Und beim dritten Mal, dann war ich jetzt, habe ich mir vorher noch so eine hier Entspannungsdragees reingeschmissen und sonst was, alles so ein bisschen runterzukommen. Und dann ging es tatsächlich, dann ging es. War trotzdem aufgeregt, aber bin das überhaupt nicht mehr gewohnt, ey. Letzten 10 Jahre immer so vor sich hingelebt, immer alles chillig, ohne irgendwie Druck hinter, also was so Prüfungen angeht. Das war für mich mal wieder echt was ganz anderes. Wann machst du denn die nächste? Oh, hau bloß ab, Alter, nie wieder. Nie wieder, ey, Gottes Willen. War immer ein Prüfungsmensch, aber die Prüfung hat mir echt den letzten Nerv geraubt. Mhm. Weil ich es auch unbedingt schaffen wollte. Weißt du, was mal was war, wo ich es auch wirklich schaffen wollte? Vorher Schule und Berufsschule und so, das war mir immer scheißegal alles. Hauptsache irgendwie bestanden, weißt du? Ey, wir haben die ganzen DDs hier drüben, cool. Ja, die eine Yamagiri ist da, die andere hat hier gerade hergetoppt. Es ist nur eine. Oh! Die anderen beiden sind die Shimas. Ah ja, okay, ach Gott, Alter, okay. War das ist jetzt noch die. Unbedingt, ist jetzt nicht nee, ich wollte gerade sagen, ist auch nicht besser.
War das andere denn, war die in der DVD Elbing letztes Mal? Da haben die sogar gewechselt. Führerschein auf Drogen gemacht. Ach Quatsch, das waren so eine einfache Dinge, die du überall kaufen kannst in normalen Lebensmittelmärkten. Mein Problem war, ich bin so ein in der Hinsicht so ein Denker, so ein Zerdenker. Wenn ich die Straße so vor mir habe, ich gucke mir denn alles und denke und hier und da und dort und ich kam nicht damit klar, dass der Prüfer halt immer kurz vor den ganzen Kreuzungen und Co. immer ein paar Meter davor erst gesagt hat, so, jetzt bitte rechts. Wenn ich mein Ziel vor Augen habe und genau weiß, da hinten irgendwo will ich hin, dann war das für mich kein Problem. Aber dieses, immer dieses jetzt sofort, jetzt rechts, nächste rechts und dann, so spontan. Ja, Scheiße. Bin kein spontaner Mensch. Eher der Planer. Film mit dem Smiley, den hätte ich, glaube ich, nicht bestanden. Nee, mir geht's halt richtig gut. Zett hat richtig Probleme. Kacke. Ich auch. Ich habe auch schon 30.000 gefressen. Und ich komme jetzt hier schon nicht mal mehr weiter. C ist lost. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Zwei Shimas und eine Yamagiri jetzt vor der Fresse. Guck dir an, wie völlig Banane. Wie wichtiger sind die noch offen, wenn ich jetzt nebel? Jawohl. Nein, nicht mal offen. Fuck. Oh, eine Hannover Breitseite. Herr Hannover. 9,5, das ist so nett. Er torbt auch dauerhaft hier in meine Richtung, die Yamagiri. Ich meine, ich bin ja auch spotted. Jetzt nicht mehr. Ich bin ja auch spotted. Kann ja alles Zufall sein. Torpedos bom, bom, bom. Torpedos ahead of us. Und Bams! Ach komm! Das ist jetzt das Doofe, ne? Wir haben jetzt hier zwei Shimas und eine Yamagiri. Ich müsste eigentlich in den Nahkampf. Ich müsste auf 15, 60 Kilometer ran. Oh, unser Z ist tot. Ja. Und er ist jetzt. Oh, Scheiße. Na, okay. Beide Shimas da auch hin. Fahren echt alle drei hin. Krass. Ja, den lass abdrehen hier. Da habe ich keinen Nerv zu. Was heißt abdrehen? Vielleicht einfach da bleiben und warten. Ja, das habe ich jetzt die letzten zwei Runden schon gemacht. Da habe ich keine Lust zu, du. Ich positioniere mich jetzt bei B irgendwo und warte, dass sie jetzt rüberkommen. Wir haben zwei Caps. Ja, das habe ich ja auch gesagt gerade. Na so. Einfach jetzt gar nicht groß Breitseite zeigen, sondern warten. Nö, kommen. Weil es hier weit genug rum, dann verziehe ich links rum und dann weg. Und dann passt das schon. Da habe ich jetzt keinen Nerv zu. Das ist mir zu blöd langsam. Kann nicht sein, dass zwei Runden in Folge wie jetzt hier, wie viel hier gefühlte 50 Tops auf jetzt in die Fresse kriegen, also. Nee. Ja, das kann dir halt immer passieren. Ja, natürlich, aber. Wie ein weiser Mann vorhin schon. Ja. Aber wie gesagt, habe ich gerade keinen Nerv zu. Ja. Da fehlt mir gerade die Lust zu. Kann ich schon verstehen. Ich bin gerade eher euphorisch veranlagt und da brauche ich jetzt nicht so ein Insigli-Camp und Gesnipe mit einem Nahkampfschiff. Das ist eh das Dämlichste, was du machen kannst. Wenn ich immer sehe, wie viele mit der Hannover und mit der Schlieffen und der Preußen immer denn irgendwo stehen auf maximaler Reichweite und ja, ich versuche den zu treffen. Gott, Alter, die unten auch schon dumm, beide. Naja. Meine Güte. Das ist ja immerhin, ne? Unsere sterben hier oben nicht so schnell weg, weil alle jetzt schon so passiv sind. Deswegen, einfach, wenn du so eine Situation hast, schön auf Überleben spielen und hoffen, dass die andere Seite das irgendwie reißen kann. Das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, CV. Dankeschön, dass du mich jetzt spottest. Genau in dem Moment, wo ich jetzt drehen wollte. Oh. Da kommt der Mittelfinger. Ja. Die gehen mir heute echt auf den Sack. Die gehen mir heute hart Sack. Nö, ich verteidige gleich B und dann ist gut hier. Scheiß doch drauf. Machst du? Ja. Du, ergibt keinen Sinn. Wenn ich davor fahre, bin ich cross-torped und dann bin ich weg. Die bekommen dann überlebe ich lieber. Sagst du? Das finde ich gut. Wie denn? Ich meine, kommt über den Punktunterschied an, 600 zu 200. Das, was die da drei da machen, klar, das wirkt jetzt stark auf unserer Flanke. Aber insgesamt spieltechnisch ist das totaler Müll. Es ist totaler Müll. Naja, was denn? Sie können ja nichts machen. Dadurch gewinnst du ja nicht. Es ist halt die Hoffnung da, schnell die DD rausnehmen, der da wahrscheinlich alleine hinfährt. Und dann Gegner, die doof in Torps reinfahren und dann hat sich das. Naja, dass man schnell genug die Leute auch wegkillt. Aber dafür sind halt von uns jetzt hier zu wenig. Annapolis? Nee, Tops. Zu viele Inseln sind da. Naja. Bleiben wir jetzt nochmal unsichtbar. Egal, der Belt von dem Ding ist hart genug, um BB-Seiten auf 20 Kilometer zu widerstehen. Kann sein. Fahr mal eine Satsuma, du. Frag mal eine Satsuma. Der drückt mir selbst frontal da 20. Nee, 30.000 war jetzt Rekord, ne? Wurden 30.000 von der Satsuma frontal gefressen. Weil ich glaube, auch hier war irgendwas mit 400 mm. Vorne war 350. Hier vorne ist ja das andere eigentlich noch. Nein, also, ich komme nicht über die Insel rüber. Aussatz dazu mal. Ah, da ist es nämlich. Nein. Aber ehrlich gesagt, Uschakov interessiert dich nur die Satsuma. Alles andere ist eh scheißegal.
Das andere sind die eher dann die Opfer für dich. Na gut, die Torps haben sie verkackt. Sehr gut. Sind beide da. Ich hab Angst, Grado. Ich hab Angst. Was soll ich denn sagen? Zwei Schiebers vor mir oder hinter mir. Und ich hab niemanden mehr hier aufklärt. Ich hab Angst. Ja, ich hab dir die Monty aufgemacht. Bitteschön. Oh, danke. Und die Monty geht instant wieder zu... Alter. Ich wollte gerade sagen, ich gucke, es ist niemand. Ich hab's heute nicht mit Spotting. Ich hab's heute wirklich nicht mit Spotting. Ich hab die Monty aufgemacht. So, ich muss jetzt hier auch noch rumfahren, weil ich jetzt wieder spotted war. Und Bams! Yeah, 1400! Es nervt aber, dass das bloß die 457 hier sind für ein Elberschiff. Aber wie überlegt. Oh, schön. Super, dass ich gerade geschossen habe. Ja, geht mir ähnlich. Man ist so verwöhnt von der Satsuma, dass so eine Salven halt dann immer 10.000, 20.000 drücken. Man ist so verwöhnt. Ich hab nicht schnell genug hingeguckt. Ach, Niere. Oh, hab den gerade sogar nochmal getroffen. Ach, Niere. Und mal gucken. Nee, schade. Hätte er klappen können. So, jetzt sind wir gleich auf Position. Jetzt stelle ich mich gleich frontal hin, denn so alles kommt. Dann tanken wir weg. Hydro, an die Scheiße. Flakfeuer ist an. Patrick hat ja nur 431 mm, oder? Ja, genau, aber die spielst du auch komplett anders. Hydro. Da ist das nicht weiter schlimm, weil du ganz oft Flanken hast, die du beschießen kannst. Hinter mir, ich wusste es. Als ob, haben die dich echt umfahren? Ja, das war mir aber schon klar, dass die sowas machen. Ah. Ich war durch die Yamagiri gerade ein bisschen abgelenkt. Das war das Problem. Klar. Aber Kaloy Andy down. Nee, ist noch vor dir gestorben. Schön. Einer ist weg, du, alles gut. Ja, aber ich hätte mal besser gucken. Guck mal, die andere war neben mir. Die Hydro war halt nicht aktiv. Du, Hauptsache, du hast überlebt schon die ganze Zeit. Ist doch super. Guck mal, der hat jetzt auch nochmal 7000 gefressen. Ja, ja, die schmeißen dich gerade beide weg. Ist doch super. Was willst du denn mehr? Überleben, ich weiß. Ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, aber dafür, dass die D oben schon tot war, ist das gut gemacht da gerade. Durch ihren Push, den sie jetzt gemacht haben, haben sich halt beide fast weggeschmissen. Die Yamagiri ist ja auch schon tot. Den haben, den haben unsere Leute ja auch erwischt. Okay. Das war doch der. Nee, die Hey, wo ist die Yamagiri? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Die Yamagiri hab ich auch nicht mitbekommen, aber. Das hab ich ja gar nicht mitgekriegt. Sehr gut. Monty, Monty, Monty. Monty, Monty. Fett voll Breiseite. Monty, Monty, Monty. Ist ja zu mal von der Seite hier. Der Schießer hat mir schon geschossen. Okay, boom. Boah, 22.000. Schönes Ding. Aber Damage das verdoppelt in der Runde. Und Shima ist gleich tot. Boom. Jetzt hätte die Frage kommen müssen. Kado, warum schießt du nicht? Gerade der Salve noch zugeguckt. Warum schießt du nicht? Hallo. Warte, das war ein HE-Moment. Was? Auf die Monty? Ich glaube nicht. Das würde mich jetzt wundern. Wir zäumen das Pferd mal von hinten auf. Das ist kein AP-Moment, das ist ein HE-Moment. Ich meine, würde mich auch nicht mehr wundern. Hätte mich auch mit 20.000 reingekloppt. Abralla. Hast du dem gerade 1.000 gedrückt? Gar nichts, abgeprallt. Eine Murmel hat getroffen von meiner ganzen Salve. Ja, das sind nun mal die russischen Schlachtschiffe. Das gehört nun mal dazu, ey, kann man leider nicht anders sagen. Wieder dran, jetzt hier, mach mal, komm. Na, die Torps, die reichen schon, wa? Wobei, wenn die so viel drücken, ich schieß mal lieber, steht ja so schön. Ja, 20.000. Boah, da, boah, Alter, Leute, was? Jetzt ist die Runde vorbei. Alter. Oh, yeah, 41.000, yes, Alter, geile Runde, Hammer. Was ein Schwachsinn, die da gemacht haben, ey. Huch. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Oh Mann, was eine Abschlachtrunde. Was denn? Was? Was? Erinnerst du dich an den einen Kommentar mit dem Hund, der dich da im Spiel angeschrieben hatte? Ja. Der hat mich jetzt angeschrieben. Oh, wieso? Hast du auch Hunde? Nee, der hat sich jetzt drüber beschwert, dass du direkt ihn ignoriert hast, auf die Ignorierung gepasst hat. Deine Reaktion, das tut mir sehr leid. Typisch. Ja? Denn deine Reaktion ist typisch für das, was gerade in Deutschland abläuft. Oh. Aber das ist nur ein Spiel. Ja, okay. Sicher, dass das mit dem Hund, dass wir einen Hund aus Rumänien haben? Desaster-Profi. Sag ihm, er soll nicht so politisch sein. Ist schade, wie er Mainstream weiterverbreitet. Du, das ist einer, der ist ein bisschen anders. Ist völlig durch, Alter. Hast du völlig eine Waffel? Was ist denn los mit dir? Und ein bisschen klar wieder. Übrigens, Krom hat er auch schon angeschrieben. Gottes Willen. Das ist der gesagt hat, die Hunde in Rumänien sollen doch lieber abschießen. Man soll doch lieber deutsche Hunde retten aus dem Tierheim. Jetzt mal innerhalb von zwei Sätzen.
einfach nur mal, ne, falls du gerade zuhörst, du sagst, der Profi, ich wünsche euch allen das Beste. Das ist dein einer Satz. Dein zweiter Satz ist, alles Gute. Und einfach mal das Hirn einschalten oder echt die Fresse halten und spielen. Ist ja doof, Alter. Pickst das ist doch ganz richtig, Alter. Das, der, der, ist auf, der ist auf Telegram, 100 Pro. Der, ist, der hat den Wendler Alter, verfolgt und sonst was. Hier, ich baue dir aus dieser Tüte, wirklich, also wenn du eine Donation machst, baue ich dir aus dieser Tüte einen Hut. Den kannst du dir aufsetzen. Das ist gut. Ach. Weißt du, das ist keine Alufolie, das ist was anderes hier. Das ist. Gute und da passt Presse. Du rein. Ich meine, dein Kopf, der ist bestimmt nicht sehr groß. Drogen Gott, kann sein, ja. Das nee, ist, das sind nicht mehr, das sind nicht mehr Drogen. Das sind seit Corona und Co. vermehrt aufgetreten. Das sind alles, das sind diese ich will nicht sagen, Schwurbler. Aber die so extrem in eine Ecke, die einfach gar nicht mehr, die denken sich fest in eine Ecke und haben richtig, die krampfhaft, die kommen da nicht mehr raus. Die haben richtig Probleme. Also ich das du ist nett gemeint, jetzt such dir wirklich Hilfe. Es geht nicht anders. Such dir ehrlich, Hilfe. Er kann seine Meinung haben, aber in dem Moment, in dem er seine Meinung raushaut und anfängt zu beleidigen, mit haltet die Fresse und sonst was. Ja, ja. Du hast uns angeschrieben, nicht wir dich. Echt? Du hast uns angeschrieben. Und jetzt bist du der größte Clown im Internet, ganz ehrlich. Wir gucken gerade tausend Leute zu und die lachen gerade alle über dich. Gottes Willen. Das ist so ein Typ Mensch, ne, der aus den deutschen Tieren muss der Hund gerettet werden. Andere Tiere aus dem Ausland brauchst du nicht retten. Es lohnt sich nicht. Das bringt nichts. Gott, weißt du, wie egal den Hunden diese Grenzen sind? Weißt du, wie scheißegal denen das ist? Und natürlich haben andere Länder ein Problem. Natürlich ist es da, was die Kastration angeht und Co. alles nicht so toll. Kann dafür dieses kleine Wesen, was hier zusammengekaut in der Ecke liegt, irgendwas? Das sind so Typ Menschen, die würden wahrscheinlich noch selber den Ziegelstein nehmen und der kleinen Elli hier auf den Schädel kloppen, damit die tot ist. Einfach weil, hol ja einen Deutschen an. Völlig noch krank. Noch viel wichtiger, ich war gar nicht da zu dem Zeitpunkt. Was kackst du mich jetzt hier an? Echt, ey. Was hab ich damit zu tun? Ich hab nicht mal einen Hund. Was willst du jetzt von mir? Ich habe auch einen Hund, kommt aus Rumänien. Würde ich sofort wieder machen. Reinkraft, schreib mal deinen Ingame-Namen, damit der dich auch gleich anschreiben kann. Der erzählt dir denn auch, wie dumm du bist, dass du einen Hund aus Rumänien geholt hast. Völlig irre, völlig irre. Guten Abend, Daybocker, was geht ab? Ich hoffe, du hast viel Spaß mit der Patri. Patri, hast du dich geholt? Bin ich gerade blind? Der fährt die gerade. Ach, hier bei uns, Leute, ich guck gerade im Chat. Gar nicht gesehen. Ich lade heute nicht ein, darum habe ich den Namen nicht. Daybocker, viel Spaß mit der Patri. Wrecki, dafür den Sub, 3 Monate, Beachparty, Dankeschön, wie geil, bis kalt gerade. Cypress, 11 Monate, hey Team Krado, hey, Doom, Goko, danke für den Sub, 2 Monate. Und Hollys, 4 Monate, auch die vielen lieben Dank, Dankeschön. Oh Mann, Alter, oh Mann, oh Mann. Guck, jetzt sind die wie nicht da, passt doch. Das war wahrscheinlich, oh Gott, hier wieder die Kackkarte. Ey, kriegen wir bloß 2 beschissene verschiedene Karten? Und ist schon wieder hier. Schon wieder die Pisse. Ich fahre jetzt wieder an die gleiche Stelle. Ich habe hier Déjà-vu von Runde zu Runde. Meine Fresse. Gib mir doch mal die schönen Karten. Oh, 2 Brüder. Ich will in der Mitte durchpushen. Mann. Ingame-Namen bitte an mich. Ich sammle die in der Liste und leite sie dann weiter. Ja, besser ist eine Klapse. Kannst du ihn weiterleiten, die Typen, Alter. Gottes Willen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der gerade da sitzt und so voller Hass und die sind so dumm. Wie kann man so dumm sein, so verbohrt? Wie kann man so blöd sein? Ah! Ich kann mir das richtig vorstellen. Schönen Tag noch. Soll kein Hate. Ne? Ja. Ne? Wir sind Freunde, ne? Beste. Und dir das Beste. Dir das Beste. Gottes Willen. Für alle, die gerade verwirrt sind, der hat uns mal mit einem extremen Text angeschrieben. Und die habe ich gleich auf Ignore gepackt und haben wir uns drüber amüsiert und das war gerade seine Antwort nochmal da drauf. Ne? Um mal das zusammengefasst nochmal wiederzugeben. Dadurch stellst du dich bei E3 hin an die Insel und machst es dann? Tatsächlich ja. Was, E3? Also E3. Deine E8. Antwort war tatsächlich ja, jetzt erwarte ich auch, dass du da hin. E3, was soll ich da denn? Bist du irre? Und vor allem, jetzt ist das gleiche wie vorhin. Eine Shima fährt bei B da an die Ecke und spottet mich wieder von der Seite. Das ist genau die gleiche Scheiße. Da kommt wieder eine Satsuma. Wollt ihr mich verarschen? Das ist genau die gleiche Kacke wie vorhin. Aber, was mir aufgefallen ist? Na? Noch kein U-Boot heute. Nee, stimmt. Wo ist Chrom? Ich glaube, die sehen wir bloß durch Chrom immer, wa? Dafür fasst in jeder Runde ein CV mit dabei, aber... Tschüss, Saint-Louis. Oh, 35.000. Ich habe jetzt so viel Damage gemacht wie in der ganzen Nacht letzte Runde. Oh, die Anabolus kommt oben lang. Schönes Ding. Fahre ich hier weiter? Boah, ich traue mich nicht.
Man möchte den Kopf halt nur da, um die Ohren auseinanderzuhalten. Inhalt nicht vorhanden. Ja. Guckt ihr beim Aim noch auf die Minimap? Nö. Mitunter ja, wenn ich mich noch bewege. Wenn ich weiß, dass da könnte Torp kommen, gucke ich, dass ich mich irgendwie an eine Insel fahre. Minimap gucke ich fast eigentlich bloß immer, um zu schauen, ob irgendwo noch andere Schiffe sind, die ich beschießen könnte. Ob irgendwo was auf ist, was ich vielleicht gerade nicht auf dem Trichter habe. Aber mal ganz ehrlich, jetzt nicht auf den Kommentar, aber wenn ihr irgendwie, ich sag mal, einen interessanten Kommentar schreibt und euch gerade oder komm auf die Ignorliste packen, bringt es nichts, mich deswegen anzuschreiben oder komm deswegen anzuschreiben. Was sollen wir da machen? Mal so ganz doof gesagt. Ah, ja. Vielleicht mal drüber nachdenken, warum ich so reagiert habe. Einfach bloß mal sich selbst so ein bisschen hinterfragen. Ich weiß, das können viele nicht, aber alle, die es können, die kommen ein bisschen besser durchs Leben. Arme kleine Neuner quälen, das kann er. Annapolis, Annapolis. Was macht er denn da? Ja, er will hier nebeln und mich gleich rausnehmen. Das hatte ich aber auch so. Ja, denn viel Spaß, Annapolis. Ach komm, als ob. 4 Treffer, Mann. Ich habe nichts anderes erwartet. Was für ein Krebschiff stellst du nochmal? Er hat einen Hund gepupst, hier stinkt's. Ja, Krebschiff, Digga. Nach der Situation würde ich aber auch pupsen. Wie Raschia, Junge. Das ist die Sherman, okay. Die oh Sherman. Gott, was war denn unser Kleber da? Guck mal, der hat die gepusht. Ja. Geil. Die Kleber pushen den Neppel. Das siehst du ja auch nicht oft. Naja, auf der Entfernung. Ja, aber trotzdem. Also da musst du auch Eier haben. Lol. Den lobe ich. Ich lobe es erstmal in meinem Leben, den Kleber. Geiles Ding. Unser Song Reef hat aber leider auch tot. Ja. Ist dazu machst du noch, ne? Shimakaze hier links. Torps sind gerade durch. Sind aber 2 Werfer. Einer muss noch kommen. Das ist Sherman. Ich stelle mich so hin, dass ich die Satsuma treffen kann. Und wer ist nicht mehr offen? Warte, ich hab's gleich. Gib mir noch eine Sekunde. Ja, der steht aber gleich völlig weggelenkt oder so, dass ich nicht mehr schießen kann. Warte immer noch. Die Satsuma. Ja, ich warte immer noch. Hast du heute ein Uschakopf-Special? Jo. Wird für YouTube so ein kleines 2-Stunden-Special. Bisher. Teils ultra grausame Runden. Ja, der ist echt jetzt. Du hast ihn genau jetzt so gespottet, dass er der Berg dazwischen ist. Ich hab ihn nicht gespottet, ich war's nicht. Warst du nicht? Ich glaub, keine Ahnung. Ach, dann ist er durch den CV bestimmt offen. Weil er schießt, du. Er ist exakt in dem Moment aufgegangen. Jetzt kann ich hier auch weiter pushen. Exakt in dem Moment aufgegangen, wo ich nicht mehr schießen konnte. Ist heute nicht mit mir hier, das Spiel. Das Spiel ist heute gegen mich. Das soll einfach nicht sein heute. Kann sein, dass die Sherman hier gleich wieder aufgeht. Achtung. Joa. Der kann ja nichts. Nein, der kann nichts. Also gegen mich nicht. Ich lenke mich jetzt weg. Tschüss. Bumm, 6-7. Was? Nee, ich push hier voll rein jetzt. Gibt's auch bald ein Sekiryu-Special? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Jetzt kommen hier echt noch Torps. Willst du mich verarschen? Der hat echt noch einmal hergetoppt, als bevor er krepiert ist. Heute ist nicht mein Tag. Wie viel Pech kann man haben? Der ist bestimmt schon seit 2 Minuten tot. Die Torps kommen hier echt noch an. Genauso vorgefahren, dass ich perfekt bin. Schön gemacht. Nice. Hallam down. Ist nicht mein Tag heute. Ich mal auf die Konne ein bisschen. Glück in der Prüfung. Pech im Spiel. Our ship is a flame. Ja, ist mir auch aufgefallen, danke. Schön, jawohl, diese Ansagen. Hauptsache mehr als Niere. Du fährst gleich in die Torps. Oh, schade. Obwohl. Oh, Quatsch, Digga, das war doch klar. Das war doch klar, dass der da jetzt so kommt. Aha, na klar. Das wusste ich. So wie die anderen Torps auch. Ja, das wusste ich. Gerade einlenken, nicht rauslenken bei Torps. Ich hab gar nicht gelenkt, bin geradeaus weitergefahren. Ich hatte nämlich Angst, dass da noch mehr Torps kommen. Das war gerade mein Problem. Hätte mich gut sein können, dass er noch schon nachgeladen hatte. Ich habe heute kein gutes Zeitgefühl. Hätte Fahrradkette. Du hast heute kein gutes Zeitgefühl? Nee, überhaupt nicht. Bestimmt. Überhaupt nicht. Herr Grado, Sie sind immer noch in der Prüfung, die Fahrt entdeckt. Ja. Wachen Sie mal langsam auf.
Ach, ich hasse mein Leben. Hasse mein Leben. Ich hasse... Oh, ich bin unsichtbar. Sauber. Nimm alles zurück. Eine Sherman ist doch ganz schön scheiße. Aber richtig beschissen. Aua. Also wenn die Kondo noch mit draufballert. Boom. Oh Mann. Keine zieht da so eine Kacke. Bisschen weiter hinten. Puh. Vielleicht hätte sie heute nicht streamen sollen. Ach, alles gut. Ich bin auch noch so gepusht halt von vorhin von der Prüfung. Alles gut. Ich finde, so kacke laufen die Runden gar nicht. Ich mach halt das Beste draus, was ich machen kann. Für so eine 200k-Runde aufwärts, da brauchst du halt auch eine gute Konstellation. Und vielleicht nicht in jeder zweiten Runde drei Schiemers und so eine Scherze. Dann läuft's ja vielleicht auch ein bisschen besser. Was hat denn die Constellation damit zu tun? Haha, der war gut. Und tschüss! Weil dich irgendeiner bestimmt jetzt tötet. Der hat jetzt echt nochmal auf mich geschossen. Pass auf, der killt mich jetzt noch. Der killt mich jetzt, Zita und tot. Nö, kuss mich so auf! Ich bin tot. Was? Hä? Durch die Konde? Der hat aber HE? Hä? Wie hat der mir gerade noch 11.000 Damage gedrückt? Hä? What the fuck? Was war denn das gerade? Dieser Zumasai war komplett durch. Ich bin tot. Also, ein Nachteil der Ushakov ist auf jeden Fall, dass sie so ultra träge ist. Dass sie stirbt. Nee, nicht, dass sie stirbt, aber dass sie so ultra träge ist. Das ist heftig. Ich habe noch kein Schlachtschiff gehabt, wo ich so Probleme hatte, hier mal irgendwo sinnvoll mitzufahren. Nein, dein Wrack! Ah! Dein verkacktes Wrack. Das nennt man Karma, du Lachsack. Nein. Au. Gut, nochmal mal an. Mal weg. Das wäre ja was für mich. Damals habe ich Theorie, PKW und Motorrad an einem Tag hintereinander gemacht. Bis! Du Scheiße. Und ich hoffe, bestanden. Glückwunsch. Ey, dein Wrack ist immer noch da. Ja, das sinkt noch ein bisschen. Guck mal, das Stück von meinem Schiff ist so groß wie dein ganzes Schiff. Dein verkacktes... Hat es 1400. Als Kuznetsov anging, war die Dingsseife schon durch. Und da hatte ich noch 11.000. Dann ging es auf einmal blub, blub, blub runter. Ich will hier einfach nur in Ruhe spielen und Schlachtschiffe sind hier überall im Weg. Die Runden sind average, also hier, durchschnittlich, ja. So wie Woffs halt ist. Naja, komm. In meinem Review, da habe ich auch mehr Runden über 150k hinbekommen, das ging auch. Aber ist halt nicht gegeben halt. Was soll ich machen? Ich habe bisher in jeder Runde gerade hier in Satsuma immer als Hardcounter gehabt und das ist, ich muss sagen, es ist ein Problem. Ich habe das gleiche Problem hier wie mit der Hannover. Wenn du die Satsuma da hinten beschießen möchtest, macht der dich halt klar. Und das ist ein Riesenproblem. Andere Schiffe, 10er Schlachtschiff und Co., das juckt dich alles nicht. Das ist dir völlig Latte. Können wir jetzt eine Nachricht von den Typen sehen? Oder nicht? Ich tippe auf ja. Dann packe ich den nur ja auf ignoren, denn ist gut. Das ist den Scheiß, lese ich mir nicht mal mehr durch. Gib mir völlig am Sack vorbei. Soll er rumheulen. Hat sich aktiviert, dann bist du runter auf 1,4. Naja, egal. War einfach Pech, ne? Bisschen doll der Damage. War ein bisschen viel. Und der Walker, wie ist die Patrick so? Oh, der hat bestimmt Spaß hier von der Seite. Ich bin auch immer noch der Meinung, ich weiß, viele sind jetzt auch bestimmt hergekommen ins Stream, um das Schiff jetzt hier zu beobachten. Aber ich muss wirklich sagen, Patrick ist bei mir und Satsuma ist drüber über der Ushakov. Der Ushakov ist einfach bloß eine etwas bessere Kremlin und das war's. Mehr ist es nicht. Ist leider so. Ist besser als in Hannover, keine Frage. Aber durch die 457mm, die wir hier haben, und dadurch, dass das Ding so ultra träge ist, ist das ganz schön problematisch. Aber über Nähere, alles andere ist egal. 1,5, ist geil. Und wir haben zwei Schiffe verloren. Das ist irgendwie traurig, dass ich dabei bin. Ich hab fürs Team getankt. Yeah. Nee, ich hab bloß 1,5 Millionen weggetankt. Das hattest du mit deiner Goliath von mir. Gut, aber in der Runde mit der Goliath hattest du auch 3,8. Soll ich grüßen. Und irgendwem. Knocke, danke für deine 10 Geschenke-Subs. Dankeschön dafür. Merci. Soll ich grüßen? Hat mich gerade im Spiel gerade angeschrieben. Soll ich grüßen? Von irgendwem. Ja, danke. Nicht im Spiel anschreiben. Ihr kennt doch die Regeln. Schreibt das so ein Twitch-Chat. Könnt ihr selber die Nähe anschreiben. Daywalker, danke fürs Mitkommen. Knocke, vielen Dank für den fetten Support. Ich danke dir. 55 Monate jetzt schon. Hier verschenkt bei uns. Merci. Und Vrecki hatten wir vorhin schon, ne? Ich glaube ja. Wie kriegt bei der Uschi deutsche BB-Schwingung und Träge brennt gut nicht so genau. Ja, du Kremlin.
Es ist wie mit der Kremlin. Die Brände. Ich denke, wenn Krado steht an der Insel, das ist und halt so sehr groß leicht. Ist. Ja, ja, ist es auch. Und wir dürfen nicht vergessen, mit der Kremlin bist du agiler. In der Hinsicht ist sie gerade, was bei den Kämpfen da bei den Caps angeht und Co., ist das sogar einfacher mit der Kremlin. 16,3 haben wir hier Ruderstellzeit, hier haben wir 21,6. 1,3 Kilometer, hier haben wir 1 Kilometer oder 1,1. Ist halt ein Unterschied, ne? Klar, Geschwindigkeit, ja, Geschwindigkeit ist auch gleich. Das Ding ist halt auch träger. Das heißt, wir haben nicht bloß Vorteile von dem Sprung auf TF, wir haben auch Nachteile. Und die Hauptbatterie ist die gleiche. Wir haben hier bloß die 457 mm. Hallo? Naja. So. Trau mich. Mr. Bächel. Oh, mit Hannover. Oh, jetzt kriegen wir doppelt dazu. Mal, pass mal auf. Nere spielt Tromp. Was ist jetzt los? Heißt die Tromp? Danke für deinen Sub. 9 Monate. Dankeschön. Nee, die Tromp. Die Tromp. Hat er extra gegoogelt. Tromp. Ach, du hattest extra gegoogelt. Mach ich doch immer. Wikipedia habe ich mir erstmal durchgelesen, da die 30.000 Artikel dazu. find nix. Google Trump. Wer kommt? Trump. Okay. Patrick uns dazu mal. Bei den Hausaufgaben. Viel Spaß. Schön alle fertig machen, sonst gibt es kein World of Warships mehr. Alle TF-Schiffe sind träger als die T10-Pendanten. Ist absolut richtig, ist absolut richtig. Ich sage ja gar nicht, dass das bei den anderen groß anders ist. Aber die haben dadurch andere Qualitäten noch irgendwie dazu bekommen. Weißt du? Von der Offensive her sind wir hier, ist nichts dazugekommen. Ist das gleiche, außer den Skill, den ich kaum aktiviert bekomme, weil ich die dritten Turm selten nutzen kann. Das ist hier gerade so das Problem. Ach Gott. Ja, heute ist auch Tag der scheiß Karten, wa? Das ist ja schon wieder so eine Kackkarte. Als Schlachtschiff macht. Bei A macht die Spaß, als Schlachtschiff bei C ist die Kacke. Weil das ist wieder ein auf. Ach nee, da sind ja schon drei. Weil das hier mal eine offene Seeschlacht ist und da ist immer das Problem, mit den Nahkampfschiffen kannst du halt nichts machen. Außer doof in die Richtung ballern und hoffen, dass was trifft. Was für Spaß bei Hausaufgaben? Geht's euch gut? Naja, musst du durch. Mach fertig den Scheiß, dann kannst du hier was anderes machen. Außerdem hattest du heute schon genug Zeit, die fertig zu machen. Selber schuld. Selber schuld, wer den ganzen Nachmittag zockt und abends Stream guckt. Hättest du schon längst fertig haben können. Ich schaue mir jetzt auch noch eine Runde mit dem Dampfer an, obwohl ich eigentlich ins Bett sollte. Gute Jagd. Polo, dankeschön. Mal gucken. Prophezei hier nichts Großes. Problem. Oh, Yamagiri Shimakaze. Ich habe so den Eindruck, in letzter Zeit sind die Top-DDs wieder mehr geworden. Die ganze Zeit lang waren immer. Zeitlang waren diese ekligen Ballerbuden andauernd die drin. Die Yamagiri Halland sind immer noch die beliebtesten mit Abstand. Ja, weil sie halt am einfachsten zu spielen sind. Da musst du halt nicht viel nachdenken, einfach Torps irgendwo hinschmeißen und entweder triffst du halt nicht. Moin, Krado. Gott, ich werd gegrüßt, ich bin tot. Wer ist Erik? In der Satsuma. Oh, oh. Der fährt natürlich auch hier lang. Und da ist die Satsuma wieder. Ja. Déjà-vu. Ja, welches ist das beliebteste T11-Schlachtschiff? Satsuma. Wenn das ist immer so ein Nachteil an der Hannover halt auch, das. Ich meine, jetzt ist ja manchmal, kann auch mal was anderes kommen. Aber, boah, schön, 5-8 bloß? Nee, doch. Was? 4 Treffer, 5-8 bloß? Dafür scheiß Salve. Oh, schön. Moment, das war wenig Schaden. Ich dachte jetzt, was hab ich ihm gedrückt? Hey, 5-8. So, siehst du, jetzt ist schon das Problem. Ich komme nicht nirgends mehr an. Norke, vielen Dank für den Mega-Support. Dankeschön für die Community. Boah, dankeschön. Vielen lieben Dank. 65 jetzt schon insgesamt. Merci dafür. Dankeschön. Hast du ich bin spotted auf 14.4. Schon bin fast bezahlt. Was, neu Fahrrad? Ja, da hast du jetzt den Fahrradführerschein. Endlich ja. Ring, ring. Fahrrad mit Koop, geil. Und die Yamagiri ist auch hier. Oder die Sashima? Das 6? Ich erkenn's gar nicht. Ja, das 6, ja, hast recht. Also genau wie letzte Runde wieder, ja? Ist wirklich das Gleiche? Schön. Jetzt sag mir mal, wie ich jetzt hier angreifen kann. Ah, Puerto Rico fährt vor. Nice, ich hab Opfer. Du kannst deine Salve gleich mal behalten, denn die Chima ist in der Mitte. Und die Yamagiri könnte auch gleich aufgehen. Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder ein Stück rückwärts fahren. Das wird gerade nix. Okay. Das wird grad. Du, ich musste gerade drei Salven ausweichen. Dann mach schnell, der zeigt ja breite Seite. Ist da jetzt was oder nicht? Ich kann nicht. Ja, nee, dann schieße ich auf den, der steht gerade breite Seite. Das könnte mein schönster Moment in dieser Runde werden.
Auf die Puerto, oder? Ja. Voll Breitseite. Und 6-2. Das könnte mein schönster Moment in dieser... Gut, 6-2 ist gar nicht so viel. Lass mich in Ruhe. Ich habe vorhin schon 35k gedrückt mit der Salve. Das war aber vor. Ey, erste Salve, 2000 Schaden. Das war aber vorhin, ja. Das interessiert doch keine Sau mehr. Top-Tripper. Schönes Ding. Hast du auch die Puerto angegriffen, ja? Ja, hab bei der Puerto jetzt schon 4000 gemacht. Mit meinen paar Kleckerschietchen. Die Aussage ist nicht richtig, denn noch war es besser als die 5k. Pass mal auf, gleich hier. Da, bumm, Junge, 7-4. Wow, 5k, 6k, jetzt habe ich 7k. 8k, 9k, willst du weitergehen? Da habe ich nichts gegen. Wenn es so weitergeht, habe ich da gar nichts gegen. Irgendwann kommen die schönen Zahlen. Oh Gott, aber er Alter. Lebt leider noch. Jedes Mal, wenn ich schieße, kommt hier eine Satsuma-Salve und eine Vermont-Salve. Minimal unangenehm, muss ich sagen. Minimal, maximal. Mach heilen. Schon lustig, wie der Nere die Krado mobbt. Ja, der Nere hat ja auch wieder gute Laune. Scheinen die Lecks nämlich weg zu sein. Was? Ich hab die Satsuma verfehlt. Wie hab ich den denn jetzt verfehlt? Der ist doch Vollgas weitergefahren. Oder war die Aufschaltung nicht an? Oh Gott, was mach ich denn? Hier kommen schon wieder Torps an. Was mach ich denn? Ja, was soll ich da machen? Komplette Yamagiri-Salve. Das ist halt alles Mist. Nee, nicht bei dir, bei mir hier kommen die an. Ja, und ich sag dir... Alter, es war ein netter Hinweis. Mir war das, was soll ich hier machen? Hinweis? Was quatschst du mich voll, hä? Was soll ich mit der Info jetzt machen? Was willst du, hä? Das klang ja, von wegen, du warst einen Schritt entfernt von du pingst mich und sagst, was macht unser fucking DD da? Ach, Ivo, nö, dafür bin ich heute zu gut gelaunt. Dafür bin ich zu gut gelaunt. Dieses Satsuma geht mir langsam auf den Sack. Der guckt ganz genau auf meine Salben und lenkt immer ein. Super Kreml, Finn und Turm. Ja, ne? Das hätte noch dazu gepasst. 16-8. Jawolla. Geht doch endlich. Na, Satsuma, tat es weh, als ich dich traf. Und er dreht komplett weg. Okay, den kite ich die Super Kreml einfach tot. Easy. Kein Problem. So, Küchen, Satsuma Action. Wo der ist. Da ist er. Irgendwo da. Was? Alles offen. Ja, okay. Irgendwo da. Der guckt nicht mal hin. Der reagiert nicht mal. Nee, du, ich bin gerade mit der Satsuma beschäftigt. 2-3. Ja, gut. Ich bin total glücklich. Du darfst nicht gewinnen, egal was du tust. Wieso? Wird es auch wieder ein Tag? Naja. Ja. Wie läuft's denn? Sehr verrückte Runde heute. Zwei Runden lang, drei Yamagiris, drei Shimas oder was das war vorhin. In der Divi sogar. Zweimal hintereinander auf die gleichen getroffen. Weit ist der Nebel weg. Oh, Kacke, die können hier echt noch ankommen. Ja. Wir hängen jetzt am Kartenrand und die Tops kommen hier immer noch an. Ey, es ist doch verrückt. Du kannst dich nicht mehr bewegen in diesem Spiel. Das ist doch verrückt. Hör mal das an. Das ein DD. Alle zwei Minuten. Problem ist auch, dass Becheln und ich beide so eine Nahkampf-Elverschlacht zu jetzt entdeckt. Da ist die Neustra direkt vor mir. Torpedoes to the left. Ein bisschen Support wäre richtig knorke. Neustra da, ja. Target locked. Oh, der bleibt stehen, wa? Ja, der Nebel gleich, wenn er nicht schnell genug stirbt. Mal gucken, soll er kommen? Fliegt noch? Oh, Shima ist auch offen. Ah, scheiße, bist auch gleich weg. Ja, aber oh, hast du ihn noch? Oh, schön. Ach, scheiße, ich den auf die Shima geschossen. Becheln hat ihn. Ah, nice. Gut gemacht, Bechel. War okay. Oh, das ist die Shiba. Ja, den meine ich ja die ganze Zeit. Doch, meine ich. Hätte ich gewusst, dass der stirbt, hätte ich auf die lieber geschossen. Das kannst du vorher mal nicht wissen. Ihr gebt aber weiter Vollgas. Komm. Ein bisschen vorgehalten. Ich weiß nicht, ob es reicht. Come on. Lol, das ist die Yamagiri. Wir haben ja alles hier. Jawohl. Ein Treffer. Und jawoll, Mitsui. Die Schlachtschiff Kevins haben's geregelt hier. Oh, Annapolis ist tot. Dann fahren wir mal rüber. Bevor, wenn's U-Boot wäre, dann wäre der Torp-Teppich alle 35 Sekunden. Ja, naja, da wären's nicht ganz so viele. Das muss man ja zur Verteidigung der U-Boote auch mal sagen.
kommen die nächsten Torps auf 20 Kilometer. So bekloppt, Alter. Laufen wir die Uscherkopf-Runden. Durchwachsen, hatte ich eben schon gesagt. Durchwachsen. Aber wir wachsen mit den Herausforderungen. Du hattest ja letztens bei der Trom gesagt, Mensch, das las sich so schön in den Stadtblättern. Und spielen war dann anstrengend. Was hast du jetzt bei dem Schiff erwartet? Ehrlich gesagt nicht viel, weil für mich war das jetzt hier einfach bloß okay, dass eine bessere Kremlin gut ist. Ich bin nicht jetzt hier rangegangen von wegen, boah, jetzt reiße ich hier Runde für Runde alleine, alles easy. Dachte mir eher, das wird hier dieses typische, gut, ich spiele Kremlin, ich brauche Runden, wo ich agieren kann, ich brauche Karten, wo ich agieren kann, dann macht das richtig Spaß. Aber ganz ehrlich, hier die Karten und Runden, die wir heute hatten. Du kannst sogar, glaube ich, langsam umdrehen, weil von links kommen die jetzt alle schon. Du, ich weich seit den letzten 9 Minuten nur Torps aus, aber die guck ganze mal, Zeit. Kannst du vielleicht sogar jetzt ein bisschen näher ran. Ich bin nur am Ausweichen hier. Komm gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Ja, ach, das ist halt das Ding. Ich habe kein Nebel. Ich habe einen scheiß, also in dem Vergleich zu den anderen scheiß Tarnwert. War halt jetzt ein bisschen doof. Nur 3 DDs waren wieder bei uns hier. Das war das Problem. Wir hatten 4 fucking DDs. Davon sind 3 Top-DDs und alle Top-DDs waren hier bei uns. Da frage ich mich, Alter, wie geht das? Wie kann das sein? Warum darf das sein? Ich meine, ihr habt genug Leben. Ich hätte auch sagen können, Kudi, fress einen Top und Angriff. Aber, ne, heute nicht. Und je nachdem, wie die Regeln sind, ist gemein, kannst du auch Superschiffe da spielen, ja. Hm. Das wird aber in jeder Saison immer irgendwie anders geregelt. Ach, bumm. Top ausgewichen, jetzt kommt schon wieder eine Tsatsuma-Seil von der Seite wieder. Bam, oh, okay, 3-8 plus. Ah, dafür frisst jetzt die Torps. Haha. Boom und 2, sehr gut. Der linkt auch schon ein. Patrick und Tsatsuma, ja, gleichzeitig mit. Stahlstanze. Da kommt meine Seite. Ey, ich stirb jetzt nicht vorher. Da nimmt er 3 mit. Und. Gut, ich habe noch einen Treffer am Torpedoschutz gemacht. Sehr gut. Sein Torpedoschutz ist angekratzt. Die Torpedos machen mehr Damage. Habe ich gern gemacht. Nachdem die Torpedos schon eingeschlagen haben. Ich meine, die Idee von der Kremlin an sich ist cool. Als Zehner ja, aber ich muss ehrlich sagen, das Ding hier ist mir zu träge, die Hauptbatterie ist mir nicht gut genug dafür. Man hat hier doch Probleme, weißt du? Ich hatte jetzt wirklich schon mehrere Runden, ich habe jetzt auch gerade mal 60.000 Damage. Ich komme gar nicht dazu, Damage zu machen. Klar habe ich hier 2,3 Millionen schon wieder weggetankt, das ist ja auch alles schön und gut. Aber ich komme nicht dazu, Schaden zu machen. Weil dein Konter ist immer sofort die Satsuma. Wargaming hat sich mit der Satsuma so ein beschissenes Schiff ausgesucht für den Anfang, bei den Superschiffen, dass alles, was sie jetzt reinbringen, immer schlechter sein wird. Das ist ein Problem. Aber müsste Patri da nicht auch genauso schlecht sein? Weil, wenn mich nicht anstößt, hast du bei der Patri nicht gesagt. Die ist super agil, die hat die Stärke, was die Satsuma wieder nicht hat. Die gleicht das aus mit der Ultra-Geschwindigkeit und dass du von einer Flanke zur anderen springen kannst. Wenn du mit der Patri siehst, die scheiß Satsuma fährt da lang, da fahre ich einfach in die andere Richtung und fahr weg. Hier, guck mal, wie lahmarschig ich bin, bevor ich hier die 30 Knoten mal erreiche. Aber das ist jetzt halt, du tankst halt recht gut weg. Das auf jeden Fall. Guck mal, ich habe jetzt 2,5 Millionen weggetankt, ich habe noch 61.000 und ich habe noch 2 Heilung und Kuznetsov. Das ist Wahnsinn. Ey, das ist Yamagiri. Es würde mich nicht wundern, wenn mit diesem Schiff auch Rekorde gebrochen wären, was das Wegtanken angeht. Das würde mich wirklich nicht wundern. Das in der Hinsicht ist das geil. Aber das ist nicht das, was die Spieler halt wollen. Die Spieler wollen halt immer Bang Bang und Damage und geil. Das wollen sie haben. Und das ist ja auch das Problem, warum kaum einer Hannover spielt. Oder sich die halt... Ach, komm, komm, die nächsten Tops. Kann ich das mal an? Von Anfang an in dieser Runde hier. Die treffen dich nicht, wenn du gegen die Insel fährst. Ah, fahr ich voll rein jetzt. Arm. Ich muss schön dicht dran, damit ich noch ein bisschen Tanky-Damage kriege hier. Was bringt ein Tanker, wenn man weggefackelt wird? Klar, die Idee ist ja... Oh, hör die auf. Du nimmst den ganzen Lappen. Schaden auf dich und deine Verbündeten überleben dadurch und können hoffentlich den Schaden selber machen. Genau, du ermöglichst dadurch den Schaden. Aber mit dem Brand meint er, weil die Brände halt prozentual dich halt runterfackelt. Ja, aber es ist halt... Du hast halt auch die Dingsfähigkeit dafür, ne? Die Reparaturteam. Dass man das schnell wieder einsetzen kann, ja. Aber du, hatte ich vorhin auch, hat mir auch nicht zugebracht. Ja, irgendwann bist du... Du kannst halt nicht alles wegdenken. Naja. Das wär's ja doch, du kannst alles wegdenken. Jeglicher Beschuss, der ankommt. Joa. Was ist denn ein Rekord beim Wegdenken? Weißt du aus dem Kopf? Nee, keine Ahnung. Ich vermute mal derzeit 5, 6, 7 Millionen in dem Dreh.
Wenn ich sogar in manchen Runden schon mal über 4 Millionen hingekriegt habe, dann wird das drüber sein. Ich glaube, meins war 4,2 oder 4 Millionen mit der Vermont, glaube ich. Mit der Ohio. Irgendwie das heißt, meist, das muss nicht unbedingt heißen, dass dein Schiff super tanky war und dass du super viel weggetankt hast. Das heißt ganz oft auch einfach, dass die Gegner beschissen geschossen haben. Dass sie einfach dich nicht getroffen haben. Wenn du dann einen Annapolis hast, der dir 8 Minuten auf dich schießt und neben dir bloß alles ins Wasser feuert, weil dich nicht trifft. Wenn du in deiner Kleber da unterwegs bist, dann tankst du ganz schön was weg. Naja. Aber auch hier die Runde. Wieder bloß zwei Leute tot. Wir haben zwei Schiffe verloren. Unsere Leute haben alle über 1000. Also das ist. Aber auch hier wieder drei DDs auf einer Flanke. Die splitten sich nicht auf. Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Ganz komisch. Der einzige, der Spaß gehabt bei den Gegnern, war die Satsuma, logischerweise. Ach nee, der hat Flugzeugkills gehabt. Nee, blöd, ich dachte, der hat den Kills gehabt. Sagen, die Satsuma, Mann, der hat das schon. Nee, stimmt gar nicht. Ich hab gedacht, der hat die Dings gehabt. Gerade mal 1-3 Grund-EP hier irgendwie zusammengeschustert. Aber mehr war halt auch nicht drin, ne? Die oben, die waren, ich hätte oben bei C auch sein müssen, da wo die durchgepusht sind. Da wär das jetzt super geil gewesen, die Uschakov zu spielen. Schön übrigens, vorne, Speerspitze und gib ihm. Ja? Übrigens, Leute, ihr könnt mich wieder anschreiben. Anschreiben. Wer nochmal mit möchte. Oder wer allgemein anschreiben. Mit möchte. Den Nerva anschreiben. Ach ja. Black Eye, wir versuchen es gerne nochmal. Wir haben eine Runde bisher bloß verloren. Und irgendwie haben sich die Runden trotzdem alle merkwürdig angefühlt. War keine mit bei, wo ich gesagt habe, ich war jetzt richtig dabei. Sie ist, glaube ich, hier zu träge. Sie wird, so, Ja, sie wird mir, glaube ich, in Zukunft auch nicht viel Spaß machen. Sie ist mir einfach zu träge. Und zu ungenau. Man kann keine Schiffe ins Spiel bringen, die sauträge sind und ungenau. Und die Hauptbatterie technisch ist halt eine T10-Hauptbatterie als 11er jetzt hier. Das funktioniert nicht. Satsuma auch träge, keine Frage, aber der rotzt sich auf 26 Kilometer 30 km in die Fresse, wenn du da angewinkelt mit deiner Uschakov irgendwie stehst. Das ist halt der große Unterschied. Doch, WG kann das. Naja, muss ja auch gegeneinander. Es muss ja, kann ja nicht alles gleich sein, ist ja auch richtig. 4,2 ist jetzt bei mir mit der Ohio. Ach ja, das kannst steht ja im Profil, kannst, ne? Kannst ja mal bei dir gucken. 5,3. Mit der? Das ist mein Schaden an Schiffen. Wie ich hier gerade. 48. Ach Leute, das ist mein Test-Account. Mein Presse-Account. Ah ja, stimmt. Ah. Ich denke, was habe ich? 5 Millionen Schadenlos gemacht? 48 Gefechte? Das können wir theoretisch bei dir kurz nachgucken. Potenzieller Schaden, 71 Millionen habe ich hier. Ist bloß summiert. Mittlere EP je Gefecht. Wo ist denn hier das Maximum? Maximum derzeit hier 4,4 Millionen. Das war das Beste. Das war das Beste, was ich mit der Uschakov hinbekommen hatte. Aufklären war 175.000 mit der Sekiryu. Schaden an Schiffen. Ach ja, damals im Test. Ja. Beste EP-Wert hatte ich mit der Clausewitz. Sieh mal eine an. Was, 4,7? 4,7, aber ich sehe leider nicht mit welchem Schiff. Ist egal. 48 Gefechte, aber Superschiffe spielen. Das sind die besten. Ja. Für alle, die sich wundern, das ist mein Presseaccount. Jeder CC hat einen Presseaccount, wo er besondere Schiffe wie die jetzt hier zum Beispiel da denn bekommt. Dadurch, dass die Auktion jetzt bald losgeht, haben wir die nicht auf unserem Hauptaccount bekommen, damit das sich nicht wieder irgendwas schneidet, damit es da Probleme gibt. Darum haben wir die bloß auf dem Presseaccount. Bei der Meter schwer. Ja, ist es auch. Ist es auch. Und ich spiele Nahkampfschiffe so gerne. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Übrigens, kleiner Hinweis an alle, die beim Adventskalender mitmachen, sprich Gewinne, Sponsoren. Morgen, seid ihr live gerade dabei, morgen werde ich allen antworten und sagen, wann sie im Adventskalender dran sind. Ich habe mir morgen vorgenommen, das den ganzen Tag über den Adventskalender durchzuplanen, alle Gewinne irgendwo hinzuschieben und, und. Dadurch, dass heute meine Fahrprüfung war, ich habe gedanklich nicht abschalten können vorher. Ich war die letzten Tage, Wochen schon so dermaßen aufgeregt, weil es halt schon zweimal nicht geklappt hat und weil es langsam wirklich ins Geld ging. Meine drei Versuche haben mich fast 1000 oder knapp über 1000 Euro gekostet. Ah, da geht dann irgendwann denn doch schon mal die Pumpe, ne? Und ich hatte keine Ruhe. Ich hatte keine Ruhe, das jetzt fertig zu machen. CC unterstrich 027 gemeldet. Pocket Warrior. Wallet weißt Warrior. Weißt du, was du in dieser Runde auch nicht haben wirst? Spaß. Auch keine Ruhe. Ach du Kacke, Alter. Oh, man wünscht sich schon langsam die, wo sind die Klebers, die mich bloß wegballern wollen? Und ohne Scheiß, ich sag dir, das war die ganze Zeit schon so mit Haller, Thomas und Co. Ja, ja, die ganze Zeit. Was für ein Führerschein? Eben, PKW. Weil das so einfach ist. Ja, ist ja auch. Darum spielt die auch am liebsten. Da muss man nicht viel denken. Und wenn du denn mal im Cap einen wegtorbst, weißt du, wirst doch gefeiert. Boah, Alter, hast du richtig gut gemacht.
Du sitzt in der. Yeah, Alter, ich hab da einfach irgendwo hingetoppt. Keine Ahnung, wo. Raus. Ja, ja. Du ganz woanders. Ja, das ja. war so easy. Ich hab keine Ahnung, wo ich da hingetoppt hab, aber easy. Ein paar kurze vor der Prüfung hätte unheimlich beruhigt. Ja, unbedingt, ja. Ja, ich glaube klar nicht. Also Alkohol, das beruhigt mich dann eher nicht. Das beruhigt mich nicht. Naja. Probier's mal aus. Was soll passieren? Klack, klack, klack. Ich bin selbst jetzt noch völlig unter Strom. Ich bin selbst jetzt noch, wenn ich meine Hand angucke, ich zitter richtig noch. Wie alt ist denn Ihre 30? Dieses Jahr 30 geworden. Alte Sack. Erik, gehst du auf C? Auf C? Ich gehe sowas von auf C. Aber nicht C auf Insel, du. Die kannst ja gar nicht cappen. Kannst du aber sowas von richtig geil. Hallöchen, Hannover. Ich brauche noch ein Stück. Nee. Probier's einfach mal. Na, dachte ich mir nämlich schon, dass gefolgt, der zugeht. Da war alles geplant. Ja, ich bin nicht spotted. Wenn sie reingehen, sagst du, das, also so ein geiler Plan von mir. Alles wenn geplant. Wenn du nicht reingehen, sagst du, da, boom, Junge. Zweimal alles nicht durchschlagen, einen Abpraller. Alles geplant. Jetzt muss ich natürlich Wargaming die Schuld geben. Geh weit und versuch zu spotten. Oh, nice, das ist eine gute Idee. Hallo, Halland. Halland ist hier. Ich bin in der Divi. Der eine spielt in der Divi. Das ist nicht der, der in der Divi spielt. Ali, okay. Hallo. Also, so wie die Hannover wegfällt, glaube ich, wir haben hier nichts auf der Flanke. Ich gehe nicht auf, wenn ich schieße. Na, die Patrick und die Kellen kommen noch. Ah ja, da hinten stimmt. Aber nichts hier vorne, meine ich jetzt. Kein DD, der an der Seite rumgefahren ist. Also schon wieder Abpraller. Hinten und Napoli sind links. Ja, kreuzertechnisch ist hier gar nichts. Ich hasse diese 457 mm langsam. Ich verstehe das nicht. Gott. Selbst mit 406ern hätte ich jetzt die Damage gedrückt. Warum denn mit denen immer nicht? Ich habe mir gerade die Zehen angestoßen. Das tut ein bisschen weh. Wie schaffst du das beim Hausaufgaben machen, die Zehen zu machen? Nee, er hat gerade. Wollte die Zehennägel reinigen mit der Zähne und hat ihn dann angestoßen am Zahn. Das ist so, was man so macht beim Hausaufgaben machen. Nee, das tut wirklich weh dann. Yay! 2x14, ich freue mich. Bestand ist das Wichtigste, ich gratuliere dir, sehr gut. Dankeschön, Rattler, dankeschön. Dankeschön. Battleship in the distance. Und unser Problem war nämlich immer, die Kradolina hat auch immer am gleichen Tag wie ich. Oh, jetzt geht der zu! Nein, Black Eye, warum? Warum denn genau jetzt? Ich hab grad doch halt gelacht. Mal selber, wenn du übergehst. Ah, Black Eye, wei, ja. Black Eye, wei. Das war heute bestimmt schon der 10. Moment, wo ich wirklich nachgeladen. Genau in dem Moment. Es geht zu. Ja, siehst du, 2-8 reingedrückt, Junge. Ich fahr mal weiter nach vorne. Schöne Tops, Black Eye, schöne Tops. Ohio Sekundäre ballert hier schon. Nice. Da war eine Insel vor. Ja, natürlich. Wirklich genau der Moment. Wie viel Pech kann man haben? Ach, es war nicht mal das Black Eye, den ich mir aufgedeckt hat. Du standest einfach scheiße. Nee, er ist vor die Insel gefahren. Ja. Dadurch hat er nicht mehr gesehen. Er hat den Fehler gemacht, nicht ich, Nöre. Er. Ja. Da fährt die Halle lang. Ich fahr mal ein C rein, ich blockiere das mal weiter. Ich muss eh dich daran, ich kann überhaupt nichts machen. Kannst du da nicht vorfahren und auf die schießen? Ja, kann ich auch. Also fette Halland, Junge. Angst. Mhm. Fette Patri, Junge. Junge. Nee, heute ist ein richtig guter Tag. Nera hat seinen Porno-PC. Die Probleme scheinen weg zu sein, aber da hoffen wir jetzt erstmal. Ich dachte da noch nichts Großes. Dass auch mit dem PC jetzt auch alles funktioniert in den nächsten Tagen. Nicht, dass morgen gleich irgendwie was kaputt ist. Das Geräusch normal, wenn ich den anmache, ja. Ich bin ja auch erstmal froh, dass der Bildschirm wieder funktioniert. Das auch wieder, ja. Dass sich das alles irgendwie wieder behoben hat. Der Zeitpunkt war auch so geil. So, wir haben jetzt einen hammerteuren Rechner gekauft. Mein Bildschirm ist kaputt. Ja. Das war so ein perfektes Timing, weißt du. Also richtig. Und auch das... Hey, ich bin jetzt nach 3 Wochen wieder zu Hause. Machen wir mal den Rechner an. Ja, endlich wieder mein schöner Bildschirm. Kaputt. Computer kaputt. Alles kaputt. Der Niere macht alles kaputt. Ich höre den ja immer so ausrasten. Der kloppt halt immer gegen. Ich bin der Kaputtler, ja. Kaputtler. Hauptsache nicht der Wendler. Oh, One Eye Top geht rein. Das ist super. Das ist so schön. Das gefällt mir. Oh, Mensch, ich hätte Skill aktivieren können. Und Black Eye trifft auch noch, das nice. Geht. Nice, Halland so gut wie Halland. Weg. 8-6. Oh, kann ich ja mal pushen hier, wa? Kann ich mal pushen.
Und weg in der links, rechts. Hallo, wir haben heute Abschlachtschlussrunden. Naja, Abschlachtschlussrunden, was denn? Ja. Alles. Ach, nur auf der Flucht von Anfang an, ne? Aber die DDs haben halt nicht gespottet. Ich kenn diese Position da drüben genau. Kein DD an der Seite rumfährt. Wir hatten sofort Black Eye drüben und schon bist du als Schlachtschiff da drüben gepiept, aber mit Anlauf. Da machst du nichts mehr. Du hast keine Möglichkeit, da mehr zu agieren, weil du von der Seite die ganze Zeit denkst, oh Gott, gleich kommen die Torps. Ich hasse das. Ich hasse es wirklich. Wir müssten eigentlich hier hinten versetzt auch noch überall immer noch Inseln sein, aber dann stehen halt alle bloß an Inseln dran. Naja, und es ist halt auch noch Kreuzer fehlen, ne? Wäre hier halt irgendwo noch Kreuzer dazu. Mit dabei gewesen oder Radar oder irgendwas. Ja, viele Kreuzer sind heute auch nicht unterwegs, ne? Hier bloß Schlachtschiffe die ganze Zeit im Massen. Ja, Magiris, Shimas. Ja. Da denn die Malta. Aber es ist halt auch dem geschuldet, wenn ich DD spiele, haben wir halt auch DDs. Ja, genau, weil ja nicht sonst auch immer 5 DDs und so kommen. Ja, aber ich meine, wir haben ein DD sicher dabei. Und das ist halt noch was anderes. Wo du jetzt nicht da warst und nicht DD gespielt hast, wir hatten auch immer 4-5 DDs, das war kein Unterschied. Ist ja okay. Das war kein Unterschied. Hallöchen Alvaro, hallihallo, nimm das und stirb! Hast du getroffen? Ja, das Wasser. Sehr gut. Ja, ich weiß, danke. Musst du mir nicht extra sagen, Lira. Musst du mir nicht sagen. Oh, Kack-DDs, ich sehe nichts, Kack-DDs. Ich kann nicht, dass ich nicht durchgespottet, durchgekippt. Was bin ich heute? Du bist nämlich heute sehr wütend, also ich merke das schon. Sehr was? Deswegen sehr wütend. Wütend? Ich ja. Total tief entspannt heute. Erfolgserlebnis geben. Bin völlig tief entspannt. Völlig aufgekratzt, ja, immer noch Puls von 180. Aber links, sonst tief entspannt. Ich darf keinen Fehler machen. Ja, ja, guck dir an, Schätzchen hier. Oh, Schiffe von rechts, Achtung, rechts von links. Wo ist die Ampel? Aber schneller, Ohio, Mann! Oh, mein Mietschild ist weg. Noch nicht da, nicht weg. Alvaro. So, jetzt aber, guckt euch mal die Bündelung an. Guckt euch das mal an. Satsuma-Style. Boom, Junge! 4-3, schönes Ding. Und down ist er. Das war der S-Skill, jetzt haben wir es endlich mal gesehen. Oh, Glückwunsch, Black Eye. Nice. Jetzt schon vor allem nach 8 Minuten. Heftig. Das muss er auch erstmal hinkriegen. Ich habe auch schon 2 Millionen hier wieder weggetankt. Also tanken kann sie. Das ist wirklich ihre große Stärke. Das könnt ihr so im Hinterkopf behalten. Nachladezeit der Ushakov 29 Sekunden. Torpedoes in their way. Das ist jetzt ein Problem. Nee, doch nicht. Easy. Heilung activated. 811 pro Sekunde. 1-4. Ich hole mir gleich ein Bier. 1-4. Lecker ist ziemlich oft dabei. Heute die zweite Runde. Und ich habe auch gesagt, die schon da waren, können mich gerne nochmal anschreiben. Black Eye war der Erste. Daher, es geht hier, ist alles in Ordnung. Schieß doch mal, HI. Ja, genau. Ich fange jetzt an, ja, eh auf eine Napoli zu schießen oder was. Nee, lass mal. Mit 457 mm, da greife ich eigentlich nicht mehr zu HI. Eigentlich in manchen Situationen vielleicht noch. Aber da warte ich jedoch schon größeren Bums. Ja, in manchen Situationen, wenn sie wirklich bloß angewickelt frontal zu dir stehen, dann kannst du auch mal HI schießen. Aber doch nicht in der Napoli, die da gerade so manchmal breitseitig steht und hin und her lenkt. Nee. Bruder kann immer irgendeine Murmel eine Zita bringen. Muss halt bloß Glück haben. Ganz ehrlich, ob du nicht hier mit AP oder HI schießt, ist scheißegal. Ja, ist richtig. Ich treffe halt nicht genug. Das ist immer das Problem. Wie kann man da bloß Abschlacht drohen? Alle fahren bloß weg. Und da bist du halt gleich gepiept hier als Kremlin, als Ushakov, als russisches Schlachtschiff allgemein. Hier haben die Sniper-Schiffe. Hier in der Satsuma wäre jetzt wieder super geil. Da könnt ihr die Patrie da hinten jetzt easy peasy wegsnipen am Kartenrand. Die würde ich noch treffen mit 4-5 Granaten. Easy peasy. Aber es ist halt hier nicht gegeben. Naja. Ist halt so. Ninja Kitten, danke für deinen Sub 22 Monate. Und Senior Chef, danke für den Sub 31 Monate. Ahoi auf die nächsten Monate. Ahoi und Dankeschön. Wixen kann Nere jetzt auch den Chat wieder mitverfolgen. Wixen ist überhaupt wieder da für längere Zeit. Und ich muss immer eine Runde und dann, alles scheiße, hab bloß 5 Kills gemacht. Kacke. Das ist krass, war von Anfang an ein nur hinterhergefahre hier.
Echt heftig. Überhaupt kein Spiel. Es ist einfach nur. Wir gehen die Lämmer jetzt suchen, die wir abschlachten wollen. Ja, Zeitverschwendung. Ja, wenn ich mir angucke, wo die Patrie hingefahren ist, ey, das ist irre. Ich meine, er hat genau die gleiche Situation wie du in der letzten Runde. Ja, Magiri steht hier, Sabas steht natürlich. Hier und die Torpen die ganze Zeit in seine Richtung. Dann können wir einfach da bleiben, dich wegballern lassen. Macht doch bestimmt noch mehr Spaß, als eh schon wie so kacke wie das hier. Jetzt zeig dich nicht, Yamato, nicht echt Breitseite. Ach, Yamato, Mann! Yay, 4-7, ich freue mich. Ich glaube, so eine Ushakov im Nahkampf hier so 5 bis, weiß ich, 12 Kilometer willst du nicht erleben. Nee. Ich glaube, das ist wie bei der Kreml denn auch. Dann kommen auf einmal die Extremsalven und denkst dir, Alter, what the fuck kommt hier denn auf mich zu? Aber 75, ich habe mehr Spotting Damage als gemachten Damage. Yeah. Ja. Hängt der weg? Nee, leck nicht weg. Der ist einfach zu schnell tot auch. Jetzt ist die scheiß Malte auch schon gleich down. Mann! Der hat doch volles Leben gehabt. Der nächste, der Kampf Speer kriegt. die Audacious. Ein Treffer. Der hat echt eingelenkt jetzt, ne, die Malta. Sehr geil. Oh. Okay. Wahnsinn. Wieder nur zwei Schiffe. Wie viele Runden hatten wir heute, wo wir bloß zwei Schiffe verloren haben? Und ist noch nicht vorbei. Wir können noch mehr verlieren. Ja, stimmt. Achtung. Kann noch mehr werden. Ich habe nichts gesagt. Sorry. Das wollt unseren Sieg noch nicht feiern. Finde ich immer gut, wenn du aufhörst zu reden. Sorry. Das hört man gern. Oh, Malta lebt noch. Malta lebt. Malta greift wieder an. Okay. Malta, du hast dein Todesurteil unterschrieben. Stirb! Boing, boing. Doppelwassereinbruch. Volle Breitseite. Und der lebt immer noch. Alter, ihr wollt mich doch trollen. Was? Ein Tor bloß? Yes! Weg ist die Sau. Breitseite von der Patrie gerade. Über 20.000 gefressen. So viel zum geilen Panzergürtel. Aua, aua, aua. Das tat weh. Das tat weh, das tat weh. Patrie down. 300.000 Spotting Damage hat Black Eye schon. Boah, heftig. Glückwunsch. Gerade Offensive. So, jetzt holst du dir die Kills. Ja, wow, den Rest hier am Ende noch ein bisschen abstauben. Super geil. 3,5 Millionen weggetankt, ne? Ich hab immer noch mehr Spotting Damage. Fuck. Scheiß die DC in der Runde, irgendwie. Das kann die Otter kommen. Spotten. Wenn die Runde vorbei ist. Hey, komm, Speer. Pass auf, den kill ich jetzt auch noch. Das geht jetzt voll rein. Und tot. Leute, geht rüber. Ich will's wieder verarschen. Wo ist das denn jetzt rübergegangen? We stand victorious. Hat sogar Skill aktiviert. Ach, Mann. Naja, 75.000, immerhin. Bloß doof hinterhergefahren. Ja. 1.800 Grund-EP. Ja. Wo sind die Opfer da unten? Guckt's euch an, ja? Wer ist der DD, Nere? Wer ist der DD? Die Haruguro, die Sommers, Shimakaze und Yamagiri von uns. Ah, ja. Du warst kein DD, du warst ein Schlachtschiff. Aber ich muss wirklich sagen, in wirklich eine Runde mache ich heute noch, Dennis, Feierabend. In wirklich keinem Schiff habe ich bisher so einfach über 3 Millionen Spotting Damage, nicht Spotting Damage, 3 Millionen hier Tanky Damage. Wer ist das? Der Name gerade entfallen. Potenzieller Damage, genau. Doch mit keinem anderen Schiff ist mir das so einfach hier gelungen. Sieht man mal wieder, wie Spotting belohnt wird. Ja, ist ein Schwachsinn. Ne? Du hast uns so die Seite da gehalten durch den Spotten, durch die Tops und Co. Das ist so dämlich. Aber siehst du ja, ne? Die eine Seite hat wieder ein paar gehabt, die angegriffen haben. Und die andere Seite, ja, bloß doof hinterhergefahren. Wisst ihr, warum ich so viel EP habe? Weiß das einer? Nere, nicht antworten. Ich stelle jetzt immer mal so ein paar Fragen. Lernt man okay, ein bisschen okay. Entschuldigung. Wisst ihr, warum ich so viel EP jetzt überhaupt hatte? Ich meine, 1,8 mit 70.000 Schaden in der Ushakov sollte eigentlich nicht viel EP geben. Weil es ein Presseaccount ist und du deswegen. Achso, nee, ich sag nicht. Nein. Nein. Na, weiß keiner? Nein. Fliegerkills, nein. Weil du so viel redest. Mittelfinger von Void in die Fresse. Cap als BB, genau. Ich habe zwei komplette Caps mitgeholt. Und das bringt unglaublich viel EP. CC-Bonus, genau. DD-Schaden, stimmt, auf den DD habe ich auch geschossen, das war ein bisschen. Aber hier waren es hauptsächlich die Caps. Ignoriert nicht das Cappen, auch als Schlachtschiff. Versucht ein Cap immer mitzunehmen.
Er kriegt hier aber unglaublich viel Grund-EP. Fahrt da nicht direkt am Anfang rein, da seid ihr sowas von schnell tot. Hm. Das ist richtig. Nee, da muss die Situation irgendwie hergeben. Aber ihr habt den Cap in Ruhe gelassen, Black Air ist noch weggefahren. Ich dachte mir auch, scheiße, fahr ich da halt rein. Jetzt stehe ich mich da an die Insel und schieß weiter. Hat wunderbar geklappt. Das denn? United States, Patri? Mal keine Satsuma, das gibt's ja gar nicht. Wieder bloß zwei Kreuzer. Mhm. Das sieht aus immer, ne? 4-5 DDs, Rest Schlachtschiffe 1 CV und immer so zwei Kreuzer Opfer. Die Rhone wird hier sehr viel Spaß haben. Die Johante wird auch. Ich weiß ja nicht, ob das unbedingt jetzt Opfer sind. Naja, komm. We must be free. Die spielt zumindest in der Divi. Also da nein, deswegen doch nicht, aber... Ist das jetzt die gleiche Karte schon wieder? Ja. Alter. Aber wir sind jetzt mal gespiegelt gespawnt. Ja, Mann. Auf der Seite, die ich überhaupt nicht mag. Cool. Ich fahre gleich zu B. Wieder kein Zap, sind die wieder weg. Ich bin selber überrascht, dass wir da keine Ahnung. Spielt keiner mehr. Langweilig. Gar nichts erwischen. Das ist sehr merkwürdig. Vielleicht hat Vogue Gaming jetzt auf uns gehört und die Subs wurden entfernt. Vielleicht, weil du einen Presseaccount hast. Ich glaube eher, das ist Zufall. Leute, wir haben sonst nicht Subs bloß drin, weil unser Chrom halt so ein Zapser ist, ne? Chrom ist es nicht nur an Chrom. Nee, natürlich. Dadurch kriegen wir immer gespiegelt den U-Boot. Ist doch klar. Einzige, der die spielt, ist der Chrom und das andere ist immer ein Bot, der den gegenüber reingesetzt wird. So, ist doch so. Nein, ich will hier niemanden beleidigen. Aber es ist mein hinterer Turm ist kaputt. Alles klar. Es ist statistisch gesehen sehr merkwürdig, dass wir in all den Runden heute nicht ein U-Boot hatten. Absolut. Gerade weil wir... gut, wir haben nur eine Stufe, wo das U-Boot kommen kann. Es können nur 10er U-Boote kommen. Weil du ja Superschiff fährst. Wie können die Flieger mich jetzt schon spotten? Ich bin hier der Berg, Alter. Bullshit. Einfach nur Bullshit. Daran könnte es wahrscheinlich liegen, dass wir noch keine 10er U-Boote haben. Ja, das kann sein. Muss auch erst erspielt werden. Der Chrom hat die 300.000, der hat die ja so schnell voll gehabt, das war ja Wahnsinn. Ich mach hier gerade einen riesigen Fehler. Ich glaube langsam, die gibt seine ganzen Dublonos, um Friedspema da umzuwandeln. Oh Kacke, ich mach hier gerade einen Fehler. Ach nee, Rö, hab Fehler zu machen. Voll gewinnen. Ja, die Hallert ist mir gerade, merke ich gerade, ganz schön träge. Ich weiß, mit dem Topwinkel ist das irgendwie. Der ist scheiße, ja, bei der Hallert. Das ist leider. Yes, Eister nehmen. Die Sherman Regolo Hanan. Komm nicht mal annähernd dein, wo ich eigentlich hin will, zur Circle. So, da haben wir hier Schönes. Die Yugumo ist offen. Und ich habe gleich nachgeladen. Und der Nibelt. Und ich habe 3, 2 und jetzt nachgeladen. Der nächste Moment, wo ich nachgeladen habe und das Schiff unsichtbar wird. La 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 la. Wollen wir die Hinburg treffen? Oh Gott, nee, du kannst mir so. Wie entspannt das der Top-Teppich aussieht, ne? Wenn das bloß mal eine Yugumo ist. Ja, ich erwarte eigentlich gerade noch die nächsten. Aber der hat genebelt. Also der hat genebelt, ja, der hat keinen. Nee. Zum Glück. Der Iraki-Bomber heißt der. What the fuck? Ist ein Name, den man unbedingt haben sollte? Ich weiß nicht. Kann ich mir nicht so vorstellen, irgendwie. Our ship is a flame. Dieses scheiß Gesnipe immer am Anfang macht hier gar keinen Spaß. Oh, 4-7. Ach, gar nicht. Das ist bei allen russischen Schiffen so. Das ist bei allen so. Hab schon 1 Million weggetankt. 3, 2, 1. Hier können die noch schießen und da natürlich nicht mehr. Long. 3, 2. Okay. Bin ich ja schön zu B gekommen. Hat ja wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ruprecht kommt hier rum, aber steht frontal. Ah, bringt mir auch gerade nichts hin. Hatte mich zwischen A und B orientiert. Nee, ich hatte mich zwischen A und B orientiert. Ich wollte mal gucken, was da kommt. Guck mal, wäre ich zu B gefahren. 3 Leute decken hier gerade B ab. Was machen die da? Die haben einen Kill. Die haben Kill. Haben sie? Ja, die Quatsch, ja, verloren. Gemütlich rückwärts lang. Wir fahren gemütlich rückwärts lang. Leute. Hey, ich war überhaupt nicht spotted. Was war der? Hey.
Schnell Captain, bevor die Tops kommen. Schnell Torpen, bevor der Cap kommt. Und. Ja, okay. Resident Evil ist von Capcom. Capcom. Also ein Riesennachteil BE ist auf jeden Fall, dass bis du stehen bleibst. Das dauert so lang. Das ist Wahnsinn. Du brauchst hier fast eine halbe Minute aufwärts, um das Schiff überhaupt zum Stillstand zu kriegen. Mhm. Leute denken BE und das vor 22 Uhr in einem Stream. Alter. Bremsen? Ja, du sollst die bessere Bremsen kaufen. Ich hab bestimmt gar nicht, nachgeguckt, kann das Schiff bestimmt noch ausbauen. LOL. Upsi. Noch 510 mm, upsi-dupsi. Das ist die ganze Zeit Stock. Das soll nicht so. Dafür wäre das aber ganz schön krass. Boah, die Ruprecht, gefressen. Wer war das denn? Torps oder was hat er gerade gefressen? Holy Vielleicht shit. Von unserem Mikro. Ja, bei der Mikro. Nice, schön gemacht. So. Ich geh mal nicht die leichten Ziele raus, du. Greif mal lieber. Feuer frei, Feuer auf Jukubo. Au. So lang du noch kannst. Bevor du tot bist, schnell. Nee, jetzt kann ich, jetzt könnte ich schießen. Kannst nicht mal. Miri, du musst hier auch mal länger auflassen, ja? Ich kann hier gar nicht agieren. Ist klar, ja. Ist klar. Wie soll man denn so hier dir helfen? Schieß mal auf die Rohn. We must not fail. Da kommt die erste. 9-1, yes. Kleinen Neuner getroffen. Alter, was machen die da beim... Nee, mein Stuhl ist vor. Was machen die drei da? What the fuck? Das ist nur ein Rummikite hier heute. Oh, was da? Oh, die Colombo. Ich hab grad Colorado gelesen. Alter, ich glaube, ich soll Feierabend machen für heute. Der hat grad, what the fuck, der Colorado. Boning leider auch, schade. Ja, Magier, Scherbe dir vorne. Ja, hab grad. Oh, Alter. Ich hab auf Colombo geschossen. Aber Gering hilft dir, ihr seid zu zweiter gerade dran. Ja, Sherman hat Nebel. Das wird hier nichts, du. Dann ist das ein Problem. Oh, ich hasse es, in den Nebel zu schießen. Nee, ich weiß aber nicht, wo der ist. Da ist er. Oh, easy. 3000, 4000. 5, höher, 2. Halt doch höher, du Depp. Nice. Aber oh, Gering noch da. Schade. Das sieht auch allgemein nicht gut aus hier. Nee. Schade, Kacke. Nee, ich hab nur schade gesagt. Achso, ich hab Kacke verstanden. Ja. Das ist ein Problem. Ich kann jetzt die ganze Zeit stehen bleiben, muss hoffen, dass mich jetzt hier keiner gleich pusht. Und die Hitbook pushte ich, RIP. Die ist egal. Nee, aber der Ruprecht da mit den Torps, das könnte ich nicht werden. Ach, die ist egal. Achso, okay. Ist nicht egal, wenn er dich dran ist. Ja, ja, auch ein Problem. Ihr seid egal. Ich glaube, Black Eye hatte von Hitbook gespielt, ne? Nee. Alles klar, Nere, alles klar. Nee, Black Eye hat nicht Hitbook gespielt. Ich glaube doch, eindeutig hat er hinten gespielt. Und einmal die Yamagiri. So, tschüss Ruprecht, war schön mit dir. Wehe, das geht jetzt daneben. Nikrovis, ich hasse dich. Nikrovis, kannst du mal bitte die starken Ziele rauspicken? Ja, ich habe gerade geschossen. Nikrovis, kannst du mal bitte die starken Ziele rausnehmen? Danke. Jedes Mal. Weil ich gerade geschossen habe. Wird Witze von mir, ich bin Schlachtschiff. Der hat eben das Kack-SAP, das juckt dich gar nicht. Dem hätte ich schön Breitseite drücken können, ich noch nachgeladen. Ja, kannst du doch immer noch schön Breitseite. Kann ich auch, da bumm, Junge. Ja, Breitseite, 6000. Okay, Nekrobe ist bleibt das Schiff schön. So, das Schiff bleibt so. Das ist alles. Leider hilft mir. Das ist tatsächlich mal ein Schiff, wo ich sage, okay, hier hält extrem viel aus, du kannst lange Zeit damit überleben. Aber wirklich mal ein Schiff, wo ich dann auch sage, okay, haben sie mal nicht übertrieben. Wie bei der Satsuma damals. Das ist ja absolut im Rahmen. Wenn ihr das erstmal weißt, dass die so sauträge ist und sich gar kaum wehren kann, du bist ein bisschen gefundenes Fressen für alle Torp-DDs, für alle CVs, für alles. Sekundäre. Wenn die Sekundäre wenigstens ein bisschen mehr Durchschlag hätte, aber diese 22 mm für Sekundäre und die... Hör auf zu meckern und
Nicht so, das ist kein Meckern. Ich schlag nach, willst du von mir? Oh, Alter. Chill, chill. Nach, meine Smolens an der Seite geklebt, die schießt die ganze Zeit wie irre. Down, sauer. Heilung. Du sagst mir seit einer Minute, dass du nachlebst. Ich schlag immer noch nach. Nein, ich hab doch zwischendurch geschossen. Aber du, ich hab 457 mm. Ich mach da mal 6000 bei denen, denn da frontal oder sonst was. Da ist nicht mehr. Da brauchst du nicht mehr erwarten. Sinni, sag mal, nein, das geht nicht. Du kannst Flieger nur mit der Flak zerstören. Puh, das wär's ja auch noch. Hauptbatterie. Dadurch wollen wir die CVs jetzt balancen, indem ihr jetzt auf die Flieger auch noch so schießen könnt. Okay. Mit der Sekundärbatterie hätte was. Flak und das hätte was, ja. Aber muss ich ehrlich sagen, bei World of Warships Blitz war das so bei dem Handyspiel. Da konntest du die Sekundäre selber benutzen. Flak weiß ich gar nicht mehr. Und ganz ehrlich, das ging mir hart auf den Sack. Da hast du nämlich Schlachtschiff gespielt. Warum lösche ich eigentlich nicht? Da hast du nämlich Schlachtschiff gespielt und hast geschossen, statt da chillig dir nachzuladen und einfach zu gucken, musstest du wechseln, hast die ganze Zeit immer brap, 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 brap mit der Sekundäre gemacht. Das war mir ehrlich gesagt zu viel, das war nervig. War das denn eher so ein schnelles Brat, Brat? Oder so ein Nö, Brat, auch so 3-4 Sekunden musstest du immer warten, bis du weiterballern konntest. Also du musstest halt konstant, denn du hast ja den wie Kreuzer denn gespielt. Das war so, als ob du den, weiß ich, eine Mino, nee, eine Mino nicht, aber irgendein Kreuzer mit wenig Nachladezeit, wo das vielleicht ein bisschen besser passt. Und du musstest auch noch vorhalten. Du hast ja nicht bloß abgedrückt, du musstest dann auch noch genau zielen und vorhalten. Und wenn die Nachladezeit, der Hauptbatterie nach... Genau rechts, genau da, wo der gerade blinkt, sollen die Düse sein. Das ist nicht so schön. Nee. Bom, 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 bom. Und löschen. Our ship is aflame. Ey, die Regelung nebelt schon. Kein Brand, kein Brand. Lass mich einmal Glück haben. Oh, Glück gehabt. Da kommt auch noch eine Salve. Wir leben noch. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie lebe ich noch. Ushakov Power! Der schießt immer noch blind hier nach hinten, läuft, um mich zu treffen. Und auch nach der letzten Position. Der Iraki-Bomber, der ordentlich brennt. Ja, nee, ist klar. Die spielen echt gut da, Hindenburg. Ah, kuss mich so auf. Dankeschön, Hindenburg. Das war genau der Moment, den ich brauchte. Das war ja genau der Moment. Merci dafür. Jetzt können wir gleich wieder löschen. Fast 20.000 wieder. Oh, die Sau. Das war die Patrick von der Seite. Den habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ach, scheiße. Den habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der steht ja auch da drüben. Und ich brenne wieder. Schütze es noch 10 Sekunden an. Nicht noch eine Patrisalve, bitte. Dankeschön. Bin immer noch spotted. Wieso bin ich die ganze Zeit spotted? Hinter uns, war? Ach ja, der Halland, was du sagtest. Scheiße. Die sind aber abgedreht. Lüt noch, lüt noch, lüt noch. Jetzt kommt United States. Oh. Alter, es ist von einer Kacke in die nächste Kacke hier. Naja, ich bin auch tot. Nein, warum? Nein! Du, haben mich runtergespielt. Und CV hat mich gefinisht. 4,2 Millionen weggetankt. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja, HE ist halt Hardcounter gegen das Schiff hier. Extrem. Was du da an Schaden frisst, ist Wahnsinn. Durch das viele Leben ist ja immer prozentual der Damage von dem Brand und von den Wassereinbrüchen. Ey, wenn das reinkloppt, das tut so weh. Das ist so heftig. Nera hat die Halland gefunden. Die Regulo wird ja auch gleich daneben sein. Halland versus Halland. Oh Mann, ey. Ja, das war nicht schön. War es jetzt sauer oder durch Patri? Keine Ahnung, hab nicht drauf geachtet. Keine Ahnung. Ja, passt schon. Passt schon, passt schon. Ich hab das gemacht, wozu das Schiff da ist, weggetankt. Damage könnt ihr bloß machen, wenn ihr blöde Idioten als Gegner habt, die die ganze Zeit Breitseite fahren und die ihr abfahren könnt. Aber sonst ist es schwierig, weil die meisten sind mehr als 50 Kilometer weg und da denn irgendwie was zu machen, schwierig. Schwierig, schwierig. Boah, Kuznetsov aktiviert. Yeah, er lebt noch. Wird wieder irgendwas gefehlt. Irgendein Sniper-Schiff, irgendwas, was die Kreuzer da hinten mal irgendwie unter Beschuss nehmen kann. Wir haben es einfach nicht weggekriegt. Also Patri Satsuma nach wie vor auch jetzt, wo die Ushakov halt denn da ist. Patri Satsuma immer noch ganz oben beide. Danach kommt dann die Ushakov und dann kommt da unten irgendwo die Hannover. So würde ich es fast sehen.
Die Ushakov hat schon ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, 4,2 Millionen einfach mal so nebenbei hier weggetankt. Aber ich sehe 53 Treffer, 95.000. Oh, die Regel ist vor mir. Vielleicht muss ich echt mehr mit HE spielen. Du hast die Patri noch erwischt, du Killer. Ja, ja, das ist deswegen. Und Kremlin down. Schade. Ich habe hier gerade nochmal gedreht, aber die Regel hat halt direkt Nebel gezündet. Oh. Bisschen oben. Ich hab's jetzt 3 Stunden gesehen, ich werde sie mir nicht holen. Nee, die ist nichts für mich. Ja. Wer bedenkt, dass ich sogar einer bin, der super. Da ist er, schieß! Bam, bam. Nicht getorbt, nicht getorbt. Nice. Schön gemacht, Nere. Hast jetzt allein alle DDs erwischt, oder was? Nee, nicht alle. Aber die, das ging gerade noch. Aber die sind auch einfach einzeln gerade nach vorne. Naja. Das war einfach nur dem. Ist trotzdem verloren, leider. Ja. Yeah. An die Yoshino ist nicht afk. Aber gut verkauft noch. Oh ja, komm her mit deinen Fliegern. Vielleicht mach ich noch ein paar Fliegerkills. Geil. Bisschen farmen. Vielleicht liegt sie dir auch einfach nicht. Auch möglich. Nö, das hat damit nichts zu tun. Das ist der Kremlin-Spielstil. Und halt versucht anzuwenden, aber ihr habt es gesehen, wie die Runden laufen. Dass da 3, 4 Yamagiris im Feindteam und sonst was für Sachen, das ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Schieß auch irgendeinen Flieger ab, doch. Ja, sterben ein paar, ne? Hab nice. Wo liegen die Stärken der japanischen Schlachtschiffe? Die Genauigkeit. Spiel sonst nur CV und finde Schlachter nicht so stark. Spiele auch erst einen Monat circa. Japanische Schlachtschiffe hat die Genauigkeit. Kann man gut mitspielen. Langsame Granaten muss man aber sich einspielen auf das Schießen. Das ist nicht ganz so einfach. Wenn ihr erstmal entspannt einen Zweig hochspielen willst, spiel mal die Amis hoch zu Montana. Da hast du erstmal einen Zweig, mit dem man gut üben kann. Naja. Immerhin noch Mittelfeld hier. Immerhin. Aber, muss ich wirklich sagen, sie ist zu langsam, sie ist zu träge. Es ist unglaublich schwer, wenn Inseln in der Nähe sind, da irgendwie mal ein bisschen hin und her. Das ist eine riesige Damage-Pinata, die aber ordentlich wegtankt. Und wie gesagt, ich habe gerade 4,2 Millionen weggetankt. Und dann muss das restliche Team halt den Damage bringen. Wenn du das selber nicht kannst mit deinem Schiff, dann ist es so. Und ganz ehrlich, ich habe geschossen, ich habe gespielt wie immer. Nee. Was soll ich machen? So ist nun mal das Schiffchen. So ist es nun mal. Natürlich wird es auch mal Runden gehen, wo ihr denn 200-300k drückt. Aber wie gesagt, was wir heute gar nicht hatten, waren Situationen, wo die Leute mal strunzend doof viel Breitseite gezeigt haben. Das war an einer Hand abzuzählen in den ganzen Runden, die wir heute hatten. Das hat echt gefehlt. Viele DDs heute, ultra viele Top-DDs. Das war schon richtig unangenehm. Da macht die überhaupt keinen Spaß. Aber welches Nahkampfschiff macht da schon Spaß? Ich hätte gerne mal so eine Situation gehabt, wo ich irgendein Schlachtschiff mal so ein bisschen dichter daran, so auf, weiß ich, 8 bis 12 Kilometer in dem Dreh, aber alle nur am Kiten, alle nur am HE-Ballern, nur Top-DDs die ganze Zeit, Super-CVs ständig dabei, es ist ein Krampf. Und da hat die Ushakov leider auch nichts, wo man sagt, gut, da fahre ich den easy durch, ne. Da musst du denn hinten bleiben, um zu schießen, und das kann sie halt nicht. Ich finde es ja ziemlich schade, dass man, wenn man einmal was Blödes im Angesicht der Mods geschrieben hat, wird man dauerhaft gemutet für den Chat. Ist live, das ist deine erste Nachricht. Ja, bist nicht gemutet. Also sofern du jetzt hier nicht irgendwie für einen Freund was schreibst. Ja. Oh, vor allem gemutet. Nein, naja, gelöscht werden ist meist Caps Lock drin. Caps Lock wird immer gelöscht. Leine ist dann für den Zap 13 Monate. Moin zurück. Beide kommen. Aha. Dann wird es wohl seine Gründe haben. Was soll ich dir da sagen? Dafür sind die Mods da, du. Guck dir nochmal unsere Regeln an und dann hast du wahrscheinlich irgendeine Regel da halt nicht eingehalten. Nun habe ich doch noch durchgehalten. Ich werde mir diese Wanderdüne nicht zulegen. Da konzentriere ich mich lieber auf einen anderen Dampfer. Ja, kann ich euch fast auch nur zu raten, muss ich sagen. Wer maximal wegtanken möchte, interessantes Schiff, ne? Keine Frage. Sie hält unglaublich viel aus. Wie lange habe ich Beschuss da standgehalten? Und. Mehrere Torptreffer, Satsuma, Salven und hier und da. Das ging alles. Mit anderen Schiffen wäre schon lange tot gewesen. Was mir hier fehlt, ist die Offensive und dafür interessiert sie mich. Also, sie soll halt, vermute ich mal, von WarGaming angedacht, den Part als tanky Schiff einnehmen, was einfach für sein Team den Schaden wegtankt und nebenbei ein bisschen Schaden macht. Aber was mir fehlt, ist den Schaden, den man selber macht. Und gefühlt kriege ich das mit anderen deutlich besser hin. Gefühlt kriege ich das mit manchen Zehnern deutlich besser hin. Naja. Acid ist live. Zur Not, entweder du sagst deinen Namen, du flüsterst mit deinem Namen und ich guck nach. Oder du, wenn du gebannt worden bist, du hast immer die Möglichkeit, bei Twitch eine Anfrage zur Aufhebung eines Bannes zu. Kannst mal ein bisschen leiser kauen. Oh, Entschuldigung. Nam. Du kannst immer eine Anfrage stellen, dass dein Bann entsperrt wird und dann guckt man sich das halt nochmal an. Das geht immer. Warum?
Einfach mal eine Anfrage stellen. Kann auch sich irgendeiner mal verklickt haben. Aber meist hat schon irgendwelche Gründe. Venere, du wurdest eben noch gefragt, wie findest du die Graf Zeppelin? Nicht schön. Sehr anstrengend von den Flugzeugträgern. Macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Nein. Aber ich habe das Flugzeugträgersystem, das ist auch nicht mehr meins. Hm. Gibt es überhaupt noch einen deutschen CV, wo man sagt, der ist geil? Die ja, Löwenhart, ne? Den Sechser, ja. Bei dem Sechser und der Immelmann. Der Immelmann macht auch Spaß. Hm. Oder der Immelmann hat mir auch Spaß gemacht. Leute, jetzt alle mal hier gefragt, die noch da sind, die gerade zugucken, auch natürlich an die YouTube-Zuschauer, die das ganze Video sich reingezogen haben. Was haltet ihr jetzt von der Uschakov? Ich meine, ich habe gespielt wie immer, klar, ich bin heute ein bisschen noch hier ein bisschen aufgeregter wegen Prüfung heute und sonst wie was. Aber ich habe vorgehalten wie immer, ich habe geschossen wie immer, mit der Kremlin wäre es genau das gleiche gewesen, ich wäre bloß schnell tot gewesen. Was haltet ihr von den Schiffen? Gibt es da welche, die sagen, ihr habt der eine oder andere das Review vielleicht auch gesehen, da liefen die Runde auch ein bisschen besser, waren die Feinde ein bisschen aggressiver, da lief ein bisschen mehr. Hier gerade war es ja wirklich bloß immer hinterhergefahren, aber so sind halt die Runden. Dann lieber die Kremlin auf T10. Ja, das sind, ja gut, sie ist ja auch bis T11 den hoch, ne? Aber kann es halt dann auch mal Achter und Co. drin haben. Bin die mega und freue mich drauf. Ja, siehst du, Team Devil freut sich. Hinstellen, zuschauen, wie er runtergeschossen wird. Naja, ein bisschen Schaden kannst du ja auch machen, ne? Ganz nett, ich würde sie mir da aber eher die US-Patrie, die Ena und Co. holen. Ja, das sowieso. Holt euch erst die Satsuma, holt euch erst die Patrie und dann überlegt euch die Uschakov denn zu holen. Was ich von ihr halte, Abstand. Hm. Naja. Bedenkt aber auch, die Runden heute. Das ist nicht so krass aussagekräftig, weil heute war es halt sehr immer einseitig ein immer oder fast immer ein CV dabei. Mm. Vielleicht in einer Runde mal kein CV dabei. Das heißt, so ziemlich alle waren dauerhaft offen. Das ist halt schon ein bisschen anstrengender in den Runden. Yamagiris in Massen, Shimakazes in Massen, Harlands in Massen. Naja. Das ist halt wirklich. Aber Nere, ganz ehrlich, du warst jetzt ja ein paar Wochen immer bloß ab und an mal da. Das sind tatsächlich gerade die Runden, so wie sie sind, auf T11, T10. Wenn ich in der Satsuma sitze, fällt das bloß nicht auf, weil mir das einfach scheißegal. Das interessiert mich Yamagiri, die da hinten irgendwo torbt. Ich schieße auf meine 24 Kilometer und rotze die Schiffe weg. Aber den Nahkampfschiffen ist doch was anderes. Ich meine, letztens haben wir auch Kremlin gespielt. Das lief auch sehr geil, schöne Runde gehabt. Aber auch, warum? Viel Breitseiten, Leute sind vorgefahren, man konnte die dann auch mal wegsnacken. Hat alles funktioniert. Aber hier, also heute war, das war eine echt anstrengende Runde, muss ich sagen. War noch komische Spiele. Ja, aber so läuft World of Warships derzeit ja. Du kannst ja nicht sagen, heute die 10 Runden, die waren jetzt nicht so geil. Nächstes Mal wird es bestimmt besser. So, ihr müsst diesen Durchschnitt ja auch sehen, ne? Ihr werdet auch viele Runden haben, die genau so laufen. Wie alle Frontline-Tanks sind der aktuellen Meta nicht das beste Schiff. Pushen kann man halt gegen viele einfach gar nicht, wie man gesehen hat. Ging überhaupt nicht. Und ich bin ein erfahrener Schlachtschifffahrer, würde ich jetzt mal behaupten. Und gerade mit Nahkampfschlachtschiffen kenne ich mich gut aus. Ich weiß, in welchen Momenten ich pushen kann. Und ganz ehrlich, hier waren heute so gut wie keine dabei, wo ich überhaupt um eine Insel rumgucken hätte dürfen. Nee, ja, das ist völlig verrückt. Ja, wie viele Runden habt ihr gewonnen? Fast alle sogar. Zwei haben verloren. Zwei haben wir verloren und vier, sechs, sieben haben acht, wir gewonnen. Neun. Ja, eigentlich so. So gesehen, das ist gut, aber Wert, ja. Muss man aber leider auch dazu sagen, hat also ein paar Runden habe ich, was hatte ich da? Einmal hatte ich 10.000 Schaden, einmal hatte ich 40.000 Schaden. Sie waren halt super schnell zu Ende, weil die Gegner sich weggeschmissen haben. Muss man dazu sagen. Ja, das noch dazu. Nach dem heutigen Video und was ich gerade gesehen habe, werde ich mir eher die Satsuma holen und die Usch, als die Uschakov. Die ist mir viel zu langsam. Ja, das ist wirklich hart. Das ist mir im Review gar nicht so doll aufgefallen. Da bin ich aber auch nicht so viele Runden gefahren. Aber hier war es jetzt langsam doch ein bisschen zäh, muss ich sagen. Da habe ich mich in meine Patrie zurückgewünscht, die wie gerade in der Runde, die feindliche Patrie, wie der da links und rechts und überall lang und ich da von der Insel zu dem Cap irgendwie, da, yeah, volle Energie. Also, anstrengend. Aber das war es jetzt erstmal mit dem Video und mit dem Stream wahrscheinlich auch. Ja, ja. Denn ich glaube, die verlieren wir die Tage, wenn wir die nicht sogar morgen verlieren. Keine Ahnung. Daher, und der Niere macht jetzt noch was zu Sekirio. Juhu. Daher wird das die nächsten Male, ich gehe nicht davon aus, dass du dir die per Ach. Also, dass du da mitbietest, oder? Du, ich muss ehrlich sagen, nach den ganzen Runden heute, ich habe gar keinen Bock, die weiterzuspielen. Ist okay. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist nicht das, was ich haben möchte in World of Warships. Ich möchte was Offensives haben, was richtig schön die Gegner auch wirklich fertig machen kann. Und ich bin derzeit so verwöhnt von Bourgogne, von Mecklenburg, von Schlieffen, von Yamato, von Satsuma. Ich bin so verwöhnt. Ich habe gerade, oder Slava, Ohio. Ich habe so viele geile Schiffe im Hafen. Für mich persönlich. Oder hier Patri, Satsuma natürlich auch, um die Elfer mal zu nennen. Für mich hat sie nichts, was mich gerade irgendwie reizt, muss ich sagen. Mhm.
Das ist so ein Schiff wie die Kremlin, die ich einfach ab und an mal spiele und hoffe, die Runde wird gut. Und wenn die Gegner dann mal schön nach vorne fahren, dann farme ich die ab, dann mache ich die fertig, aber bleiben sie hinten ja den St. Vincent. Ja, nee, nicht St. Vincent, nicht, nein. Verwöhnt von der St. Vincent. Verwöhnt. Nee, ganz bestimmt nicht. Deswegen wundert euch nicht, wenn jetzt nichts mehr zu dem Schiff kommt, weil wir haben das Schiff einfach dann nicht mehr und müssten dann jetzt vielleicht in zwei Monaten wieder, aber vorher nicht. Naja. Und zum Flugzeugträger wird weiter nichts kommen. Da habe ich keine Muße, mich nochmal ranzusetzen. Auf YouTube findet ihr noch ein Video dazu. Da geht gerade auch auf die Stadt und alles ein. Mhm. Alles ganz in Ruhe, entspannt. Und da waren die Runden besser? Schlechter? Warte mal, können wir mal schnell nochmal posten hier. Übrigens, derzeit, ihr hatte gefragt, hast du die Prüfung eigentlich bestanden? Heute habe ich bestanden, ja. Die ersten beiden Versuche gingen leider schief, aber der dritte Versuch, da hat es funktioniert, zum Glück. So, wer jetzt noch das Review gucken möchte, Admiral Ushakov, wie er eigentlich heißt, da haben wir einmal hier das Video zu Admiral Ushakov, könnt ihr anklicken, könnt ihr euch noch anschauen, geht auch 40 Minuten, die ganzen Stats im Detail nochmal, und wer sich zu dem neuen Super CV noch was angucken möchte, der schaut mal hier, Sekiryu, upp. Der hat da die Möglichkeit, über den Link das zu öffnen. Und da könnt ihr euch dazu auch nochmal was angucken. Geht auch 45 Minuten, bin jeweils immer 2 Runden bin ich gefahren. Und da kriegst du noch einen guten Eindruck für die Schiffe. Ist jetzt ein Lappen? Jetzt habe ich einen Lappen, ja. Jetzt endlich bestanden. Meine Freunde, alle, die bei YouTube zuschauen, bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren. Ich hoffe, dieses XXXL-Special hat euch gefallen. Ihr seid jetzt schlauer, ihr wisst, was die Ushakov so kann. Klar waren viele doofe Runden heute dabei. Es wird auch mal Runden gehen, ihr werdet auch Videos sehen, wo mal einer bestimmt 300, 400.000 damit drücken wird. Aber im Großen und Ganzen, für jemanden, der so wie ich Schlachtschiffe fährt, war das wahrscheinlich eher so der Durchschnitt. Wobei, überspitzter, nee, Durchschnitt würde ich auch nicht sagen. Heute fehlten die Runden, wo man mal so ein bisschen so ein Leckerli zugeschmissen bekommen hat. Wird auch Abende geben, wo es denn richtig gut läuft, aber ihr wisst, was ich meine. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Eure Meinung zu Ushakov gerne in die Kommentare.